Da sehen wir uns heute schon etwas früher. Ich hoffe, es kommt nachträglich zu YouTube. Ich kann euch das sagen. Bei YouTube ist es zurzeit so, dass man es einfach nicht weiß. Oh, Bei oh, YouTube oh, ist es oh, oh. zurzeit. Man weiß einfach wegen dem ganzen Urheberrecht Copyright nicht. Ich habe heute Lust, mit euch durchzugehen. Den Bandidos MC, eine der Dokus, die dann mich damals doch sehr überrascht hatten, dass sie sich so doll geöffnet hatten. Es war aber so, dass auch der Hells MC für sich entschieden hatte, dann so jetzt Öffentlichkeitsarbeit zu machen, um dieses Bild während des Rockerkrieges so 2007, 2008 dann doch irgendwie eine Gegendarstellung in der Öffentlichkeit zu machen. Ob das immer geholfen hat oder geschadet hat, das müsst ihr am Ende der Doku mitentscheiden am besten. Ja, sind 36 Minuten Doku. Mal gucken, wie lange wir dafür brauchen. Ich habe es ja gesagt, immer noch Hells Angels und Bandidos MC die größten und wohl bekanntesten Namen in der kompletten Motorradszene weltweit. Ich würde trotzdem noch immer sagen, dass die Bandidos immer noch im Rang minimal drunter sind zu dem Namen der Hells Angels. Was so die Mannstärke angeht und so weiter. Das kann ich in Deutschland sehr schwer beurteilen, wer wo, wie, wo stärker ist. Ich glaube, der Ruhrpott ist sehr Bandido-lastig, aber auch da sind mittlerweile gewisse Fronten gefallen. Ich glaube, man hat jetzt auch seine Gebiete ganz gut abgesteckt von jetzt großen Reibereien kriegt man zur Zeit zumindest nicht viel mit, denn es ist in der verschlossenen Türen. Das öffentliche Zeigen der Symbole ist ja zurzeit sowieso verboten. Da ist, glaube ich, eine Klage vor dem Europäischen Gerichtshof anhängig, um das freizukämpfen, damit man die Symbole wieder tragen kann. Also keiner darf die Abzeichen, also weder Hells Angels noch die Bandidos oder Gremium dürfen ihre Abzeichen in der Öffentlichkeit zeigen. Das gilt auch für den Top-Rocker. Das ist der Top-Rocker hier. Dann ist das Center-Patch, der Fat Mexican hier bei den Bandidos. Die Bandidos haben dann hier noch das 1%-Zeichen, hier das MC-Zeichen und hier unten ist der Bottom-Rocker. Und das darf man in der Kombination so nicht zeigen. Ich glaube, selbst einzeln ist das nicht mehr erlaubt. Aber die genaue Verbotsverfügung kenne ich nicht. Also grüßt euch erstmal. Schön, dass ihr mit dabei seid. Und dann steigen wir doch mal in die Doku rein. Erstmal ein Ahoi aus dem U-Boot. Das ist sowieso richtiger Ehren. Ich weiß nicht, wer mir das geschickt hat, aber hier von meinem U-Boot-Date mit meiner damaligen Perle hier, Parship. Partner beim Testsieger. Ich suche eine Frau, einen Mann, eine Frau, einen Mann, ein U-Boot. Also, wer immer das gemacht hat, Dankeschön noch. So, also wollen wir mal Attacke machen, Leute. Zum ersten Mal in Deutschland lässt der sonst so verschlossene Bund einen Blick von außen hinter die Kulissen zu. Der Bandidos Motorradclub aus Essen ist eines von insgesamt 47 sogenannten Chaptern bundesweit. Bandido. Also 47 Chapter damals und Essen war eines, Moin Matze, also das Bandidos Chapter Essen war wohl eines mit der bekanntesten. Die hatten auch immer so eine sehr bekannte Strip Night. Wir wollten da auch mal hinfahren, aber da hatten wir uns überlegt, oh, machen wir das? Gibt da ein Heckmeck hier oben im Norden mit den Hells Angels Chaptern und so weiter. 04 Shooter, Dankeschön fürs Prime Ob Ehre, geht raus. Also das hatten wir uns dann auch überlegt, okay, wollen wir das, wollen wir uns diesen Ärger anheizen? Gesehen hätten wir es gerne, waren wirklich, das sah immer auch nach einer Party aus, da waren dann auch immer wirklich 400, 500 Leute, so sah das aus, auch ein bisschen Anwohner, was wir auch immer ganz cool gefunden haben, wenn auch Anwohner da sind, das sagt auch was über den Club aus, wenn halt auch Anwohner bei den Partys sind. Na? Wenn du auf eine Rockerparty gehst und du hast nur von den eigenen Rockern nur die eigenen Frauen und vielleicht drei, vier Bekannte, dann ätzend, ja, also du brauchst normales Publikum, auch eine coole Party zu machen. Hansebänger 1945, Dankeschön, Ehre geht raus. Und da war immer was los. Ich weiß immer nicht, wie die Strip-Party hieß, aber den Präsidenten, den sehen wir hier gleich noch, das weiß ich, dass das kommt. Ich habe die Doku vor vielen, vielen Jahren mal gesehen. Ich würde sagen, die ist bestimmt 15 Jahre alt, 14 Jahre alt. Ich weiß es nicht, vielleicht ergoogelt das jemand schnell. Ich habe das vorher nicht so schnell gefunden. Billy ist seit 5 Jahren Mitglied. Also eins ist klar, wird man erwischt. Wenn mein Bruder bescheißt, fliegt mal raus. Man fliegt einfach mal raus. Also das ist halt eine ganz große Sache, ne? Also auf Beschiss. Also man darf jeden anderen bescheißen in der Gesellschaft, man darf den Staat bescheißen, aber wir untereinander bescheißen uns nicht. Das Problem ist, dass viele Clubs Druck aufbauen, Geld verdienen, Motorrad haben.
Und der Griff in die Clubkasse war aber war nicht so selten. Also viele sind schon rausgeflogen wegen dem Griff in die Clubkasse. Es gibt Clubkassen, da sind Zehntausende Euro drin. Und wenn du dann selber irgendwie, deine Werkstatt läuft nicht so gut, das ist schon oft ein Problem. Aber bei Diebstahl, die eigenen Brüder beklauen, da ist für die meisten Schluss. Da ist auch immer mit Rausschmiss in Bad Standing, das heißt vogelfrei und dann weg. Und das ist auch egal, ob Präsident, Vizepräsident, Sergeant oder sowas, sich untereinander beklauen oder klauen an sich ist sowieso schon ätzend, so sehe ich das heute. Ja. Die Frage ist, ab welchen Beträgen wird man dann geahndet? Also ich glaube, das ist das. Also wenn du jetzt mal 20 Cent vom Tresen mitnimmst, wird keiner was sagen. Aber ich glaube, selbst wenn du schon aus der Clubkasse den Zehner nimmst und dir den einsteckst, also ich meine jetzt nicht 10.000, sondern 10, also du einfach sagst, ja, das nehme ich mir jetzt für mich, scheißegal. Da geht es, glaube ich, nicht um die Höhe, sondern es geht um den Disrespect den eigenen Brüdern, dem eigenen Club gegenüber. Es geht da nicht um die Höhe. Wie macht man das heimlich? Das bekommt doch Safeware mit. Naja, nicht jeder hat einen Überblick darüber, was ist gerade los bei uns in der Clubkasse. Also, wenn sich da zwei, drei Leute einig sind und sagen, ja, so und so, in der Clubkasse ist gar nicht so viel drin und bei der, was weiß ich, du machst eine große Party mit 500 Leuten, wo mal schnell 10.000, 15.000 Euro, 20.000 Euro umgesetzt werden. Und du bist an der Bierkasse, an der Bonkasse oder an der Spendenkasse oder sonst irgendwas. Und woher soll jemand wissen, ob da 3.500 reingespendet worden sind oder 2.700? Woher soll man das wissen? Unmöglich. Muss man aber so dahingestellt. Wer Bandido werden will, muss einen langen Weg gehen. Der 26-jährige Sven hat sich dafür entschieden. Für ihn gibt es kein Zurück mehr. Das ist hier doch Ralf Seger, ne? Für mein Leben gehen. Der Motorradclub wurde... Das ist immer so schnell gesagt. Ich weiß, man muss das auch vor der Kamera sagen. Es kommt bei den Clubs auch gut an. Aber das war Ralf Seger, ne? Also eher so Unterschlagung als Diebstahl. Ja, genau so. Ich glaube, es war Ralf Seger, ne? Der war doch mal hier Free Fighter und sonst was. Der macht doch bei Vox hier Hunderettung. Nicht gleich wieder aufregen. Nicht gleich hier wieder mir den Stinkefinger zeigen, ne? Ich habe die Doku in besserer Qualität einfach nicht gefunden, ja, also nicht durchsehen. Tobito, Dankeschön. Hype Train incoming, also wer Amazon Prime Abo machen kann, kostenlos kann das machen. Wer es kaufen will, kann es kaufen, wer nichts machen möchte, gar nichts. Dankeschön, Ehre geht raus. Ja, für diese Kutte lasse ich so schnell mein Leben, ja. Kann man als junger Mann, der ungebunden, ohne Familie und sonst was leicht sagen, hier, das ist alles für mich. Dann geht's leichter über die Lippen, ne? Der Duke TV, Dankeschön. Carlo TV, Dankeschön. Und Tido Master, Dankeschön. Ehre geht raus. Für deine Fleißsuche, Ehre. 1966 von Vietnamkriegsveteranen in Texas gegründet. In Deutschland gibt es die Bandidos erst seit 1999. Ja, also die Bandidos bedeuten später gegründet wie die Hells Angels. Ich glaube, Hells Angels Gründungsdatum geht irgendwie als 1948 in Bardugo oder so. Und dann von Vietnam-Veteranen gegründet, Texas. Ich glaube, auch in Texas soll das passiert sein. Bärchens Welt, Ehre, was los wurde mit euch? In Texas sollen aber auch viele Bandidos zu den Mongols gepatcht haben. Ist das so? Das ist aber ihr Stammland. Da sollen 200-300 Bandidos zu den Mongols gewechselt sein. Also, da ist auch immer viel los in der Rocker-Szene, ne? Aber das war so deren Stammland, Texas, ne? Weil sie dort auch gegründet worden sind. Und wie gesagt, eine Woche nach dem Patchover von den Bones zu den Hells Angels sind die gelben Ghost Riders damals zu den Bandidos gepatcht. Der Essener Präsident Martin stellt die Grundregeln klar. Ehrlichkeit, Zuverlässigkeit, ganz wichtige Kriterien. Es ist Mitternacht. Eine auffällige Stretch-Limousine bringt die Führungsriege der Essener Bandidos in ihr Clubheim. Hier in der Wüstenhöfer Straße treffen sie sich regelmäßig.
Boah, ich weiß nicht, wie es euch geht. Das hat jetzt gar nicht so jetzt mit den Jungs hier zu tun. Stretch-Limo immer Peinlichkeitsfaktor. Ich finde, Stretch-Limo ist immer Peinlichkeitsfaktor. Ich weiß es nicht, warum. Ich selbst wegen des Stretch-Limo von Innensee, Außensee, Obensee, Untensee, aus dem Weltallsee, hat immer irgendwie, ja, holt mich nicht ab. Also würde mich auch so nicht abholen. Ich finde diese Auftritte, ja, und dann so mit Rockerkutte aus so einer weißen Stretch-Limo oder schwarz, ist egal, sieht immer irgendwie merkwürdig aus. Wir haben es einmal gemacht beim Geburtstag und das hat irgendwie so einen Cringe-Faktor. Da würde ich lieber mit dem Fahrrad kommen. Das hätte irgendwie noch was Lustigeres, wenn man über sich selber lachen kann, ne? Aber es ist einfach egal wie. Ich finde Stretch-Limo einfach wow. Kameras sind hier eigentlich nie erwünscht. Medien gegenüber ist man eher skeptisch. Doch zum ersten Mal in Deutschland machen die Essener Bandidos eine Ausnahme. Ich will auch kein Problem, wenn mal Gäste kommen. Wunderbar, gerne gesehen. Jeder, der sich vernünftig benimmt, ist gerne gesehen. In Essen gibt es die Bandidos seit über 9 Jahren. Martin ist Gründungsmitglied und Präsident des Essener Chapters. Chapter bedeutet so viel wie Ortsverband. Dann muss das ja so 2000 8 gewesen sein, habe ich ja ganz gut geraten. 2008, 99 gepatcht, 9 Jahre ist er jetzt Mitglied. Dann wird das, er wird also bei den Game Ghost Riders gewesen sein. Dann ist die Doku aus 2008. Da haben sich auch alle damals auf diese Rocker-Szene gestürzt und Dokus gemacht und so weiter. Genau, weil da halt, wie gesagt, dieser Krieg auch tobte gegen Bandidos gegen Hells Angels gegen Bandidos. Jedes Chapter hat einen Präsidenten und was der sagt, ist Gesetz. Bei den Bandidos herrschen strenge, fast schon militärische Regeln. Ja, live right, live free, ride free, solange du unsere Clubregeln befolgst. Und hier ist unser Clubregelbuch. Und das ist nur von Montag bis Mittwoch. Die Regeln fürs Wochenende, das sind die hier. Ja, also Ehre geht raus. Ja, falls jemand das Buch noch nicht hat, Hass macht Gewalt. So. Und es ist halt voll mit Regeln. Es ist voll mit Regeln. Es klingt immer sehr gut. Aber im Endeffekt Schrebergarten in Hart. Am nächsten Morgen kommt Bewegung in die Motorradgang. Die Essener Bandidos schmeißen eine große Party für alle anderen Mitglieder des Bandidos MC, national und international. Den Wild Things Table Dance Contest. Ah, Wild Things Table Dance Contest. Genau so hieß das. Es werden ca. 700 Gäste erwartet. Dafür haben die Essener extra ein großes Industriegebäude angemietet. Was studieren für? Geto, hallo wach, weitermachen. Billy ist seit 5 Jahren Bandido. Der 42-Jährige ist sowas wie die rechte Hand vom Präsidenten Martin. Hier hört alles auf sein Kommando. Also der Junge wird auf jeden Fall Gurte mitbringen für Mopeds hochschleppen gleich. Ja. Wo ich jetzt schon wieder eine Migräne kriege, die vom Allerfeinsten ist, wenn ich an die Krippe denke. Das ist gar, ne? Und alles andere müssen wir gucken. Dann nehmen wir die dafür, hängen die unten mit Strapsen fest. Es ist Januar. Die Motorradsaison hat noch nicht begonnen. Doch zur Party sollen wenigstens 2 coole Bikes als Deko in den Saal gebracht werden. Bandido Schmitty stellt seine Schmuckstücke für die Fete zur Verfügung. Schmitty hat ordentlich in seine Harleys investiert. Ja, klar, Doku, aber muss man natürlich gucken. Der Aufwand, dann so ein Moped da mit Gurten hoch und so weiter als Deko in so einer großen Halle, wenn man so viele Gäste erwartet, aber ist natürlich schon ein Riesenaufwand. Das sind so halt auch so Dinge. Klar, freut man sich, so eine Party vorzubereiten, aber es war viele auch Stress, ne? Das ist halt. Also da musst du Familie und Job und so schon ganz weit hinten anstellen. Ne? Das darfst du nicht vergessen. Also es ist jetzt nicht so, dass du dein Moped dahin bringst, dann schnell mit dem Gurt hoch. Das ist die Wochenvorbereitung, die Tage vor Vorbereitung, die Party an sich hast du nicht viel von, weil die ganzen Gäste kommen und so weiter. Musst du irgendwie mit 500 Leuten den hier machen, den ich ja richtig liebe, mit 500 Leuten die Hand geben. Boah, ne? Hier immer zur Hand. Dann aufräumen, wenn ich das nur schon jetzt höre, den Stress und so weiter. Dann regst du dich auf, warum kommt der eine Member nicht? Wieso kommt der nicht? Wieso funktioniert das nicht? Dann Streit untereinander. Boah, stresst mich jetzt schon, wenn ich das nur so schon sehe. Umbauten verlieren eigentlich wenig an Wert.
so. Extremumbauten, so wie die hier, gibt es eigentlich normalerweise immer das gleiche Geld noch für höher. Ja. Ja. Das sind 50er, 60er Jahren, wenn die vernünftig erhalten sind, sind die unbezahlbar. Ja, das ist also wirklich so. Wenn du so eine 50er, 56er Pennant hast oder so, dann geht dann also auch schon für ein Motorrad mit 40 Jahre alt, ist auch schon mal locker an die 20.000 Euro. Original. Also so Bikes werden normalerweise nicht untereinander geklaut, aber natürlich teure Motorräder werden schnell mal geklaut. Besonders wenn man sie dann zerbaut, kann man die gut verschachern und so weiter. Aber dass die Clubs sich jetzt gegenseitig die Motorräder klauen, das war noch nie so eine Sache, die ich so professionell gehört habe. Es kommt immer darauf an, wie sie verbaut sind. Einige haben auch ihre Mopeds verbastelt, dann kannst du das Ding auch irgendwann wegschmeißen, wenn du es verbastelt hast. Wenn du natürlich gute Umbauten machst, dann ist eine Harley auch wertstabil, ne? Das muss man einfach mal sagen. Bikes sollen in den Partysaal. Der liegt im zweiten Stock. Das Problem, es gibt keinen Fahrstuhl. Also müssen alle mit anpacken. Ja, also das hier ist jetzt nicht so mein Style, ne? Das muss man so sagen. Diese Lampe kam dann auch raus. Die hatten sich dann auch sofort alle irgendwie geholt gefühlt. Das war jetzt nicht so meins. Mit dem großen Ape-Hänger, das ist schon mehr so meins. Ich hatte ja auch einen Ape-Hänger. Das fand ich schon irgendwie cool. Ja, ich muss sagen, der Berg, machst du kaputt, 60.000 auf dich. Aber nur für die Rampe, ne? Mach ich selber schieben. Ich will die selber schieben. Ich muss dann die mal vorne schieben. Nur mal vorne. Das Ding ist so, nur damit man oben zwei Motorräder als Deko hat. Ich meine, man weiß, man ist Motorradfahrer. Lass sie draußen im Regen stehen lieber. Ich weiß nicht, ob ich da Bock drauf hätte, dass da mein Bock dann jetzt so hochgeschoben und gedrückt wird. Hinten an Schwinge annehmen. Warte, kannst du hochheben. Warte, jetzt nicht auf dem Schild. Das waren die ersten drei von insgesamt 120 Stufen. Das dicke Ende kommt noch. So eine Harley wiegt zwischen 300 und 400 Kilogramm. Normalerweise arbeiten Vollmember, sogenannte 1%er, nicht. Das müssen die Bandido-Anwärter, also die sogenannten Prospects und die Supporter übernehmen. Tja, ach, das stimmt doch auch nicht. Das ist so, das ist ein bisschen dummes Gelaber. Also ganz viele, die Vollmember machen vielleicht nicht die letzten Drecksarbeiten, ja. Aber grundsätzlich habe ich das immer gesehen, dass alle sich irgendwie um irgendwas gekümmert haben. Ja, es ist halt so, es wäre halt schon komisch, wenn es der Präsident der Bandidos jetzt auch für den Klodienst zuständig ist, aber auch der Präsident kümmert sich da um die Sachen und der würde mit Sicherheit auch Fahrten machen, Sachen machen und so weiter. Das ist einfach nicht real. Alle setzen sich da für den Club ein. Es geht, glaube ich, um die niederen Arbeit. So hätte man es besser formulieren können. Ne? Aber ich das hier sehe, den Aufwand, nur damit alle wissen, hier, wir haben auch ein Moped, weiß ich nicht, ob es das wert ist. Doch wenn es um ihre Harleys geht, packen ausnahmsweise auch die 1%er mit an. Die Hierarchie bei den Bandidos ist streng. Roter Pullover mit weißer Schrift mit der Bandidos-Kutte, finde ich, wirkt schon irgendwie merkwürdig, oder? Ist jetzt für die Party nicht so das beste Outfit gewählt, oder? Könnte man das so sagen? Also würde ich jetzt einfach so mal einen Raum hauen. Würde ich sagen, wow, okay, schon speziell. Der 52-jährige Rolf aus Essen ist erst seit kurzem im Club. Er ist ein sogenannter Hangaround. In dieser Phase wird Rolf getestet, ob er aus Sicht des Clubs das Zeug zum Prospect, also zum Bandido-Anwärter hat. Man muss sich hocharbeiten. Ne? Aschenbecher mehr hier, wenn man runterfällt oder sonst was. Ne? Leute fahren und. Macht aber Spaß, gut. Ja, dann brauchst du ja nie Prospect oder Probationary oder Vollmember werden, wenn die Phase schon so Spaß macht. Musst du dir mit 52 auch erstmal antun, ne? Musst du mit 52 dir erstmal sagen, ja, okay. Ich hatte viele kennengelernt, die dann auch so mit 40, 50 auch so eine Art Midlife-Crisis haben und haben gedacht dann so, die finden ihr wohl, ich will nochmal cool sein, ich will nochmal Moped fahren, ich will nochmal einen harten machen, ich will mich mal nochmal tätowieren, ich will nochmal mit Frauen irgendwie einen kleinen Lurch raushängen lassen. Hätte denen gesagt, ich mach mal schnell Rocker. Das ist leider so. Ich will ihm jetzt nicht zu nahe treten, das hat mich nur so drauf gebracht. Das
weiß ich nicht, ob man die Midlife-Crisis dann nicht vielleicht irgendwie anders überwinden kann. Jeder hier hat denselben Weg hinter sich. Von ganz unten nach oben. Vom Hangaround über den Prospect, also den Bandido-Anwärter, über den Probationary, also den Bandido auf Probe, bis zum vollwertigen 1%er, dem Bandido. Den Weg werden nicht alle gleich durchgemacht haben. Das ist, also hier in diesen Clubs sind doch alle genauso gleich wie im Kommunismus, ne? Alle sind gleich, nur ich bin gleicher. Wer mehr Geld hat, wer mehr Macht hat, wer Laufhäuser hat, wer Konnecke hat, wer vielleicht im Drogenhandel was hat oder selbst eine gut gehende Schrauberwerkstatt, ein Harley-Davidson-Händler oder sonst irgendwas, dem, da drückt man mal schnell ein Auge zu, dass der den Aschenbecher nicht aufheben muss. Also, wenn jemand sich aus dem kriminellen Milieu, der sowieso schon einflussreich ist, und sagt, okay, ich würde bei euch mitmachen, ja, komm, mach ich, den schickst du dann nicht los, den Aschenbecher aufzuheben. Das ist einfach so. Ja, Anta Vista, hat ihm keiner gesagt, dass es die Hübsche auf dem Sozius nicht serienmäßig gibt, ist so. Gibt es bestimmte Anforderungen an Marken bei den Bikes, die man haben muss, um so einem Club beizutreten? Ja, also safe eine Harley-Davidson. Also ich glaube, bei den Bandidos und bei den Hells Angels sind nur Harley-Davidsons erlaubt. Ich glaube schon, du könntest in Indien fahren. Aber ich glaube jetzt so mit einer 125er Yamaha kannst du nicht vorbeikommen, würde ich sagen, geht nicht. Ja, ganz nach dem Motto, hast du was, bist du was. Ist einfach so. Sind nicht alle gleich in den Clubs. Das schafft keiner der Clubs. Ganz oben im Essener Club steht Präsident Martin. Doch egal, auf welcher Stufe man steht, die Clubregeln gelten für alle. Das ist so. Eins ist klar, wird man erwischt, wie mein Bruder bescheißt, fliegt man raus. Man fliegt einfach mal raus. Lass mir das mal so dahingestellt. Der Locker, da ist aber auch viele zahnlose Oma hier. Und ne, ich kann nicht mit Love, Loyalty und Respect alles unterschreiben, was ich abschicke und gleichzeitig gucken, dass ich irgendeinen meiner Brüder, der meine gleichen Farben trägt, über den Leisten ziehe. Das geht nicht. Treue, Gemeinschaft. Das Problem ist, dieses Love, Loyalty und Respect, das sagt man nachher auch so daher, wie viele das in der Partnerschaft machen, die dann so jeden Morgen reflexartig sagen, so tschüss, ich liebe dich, und dann die andere dann so, ja, ich dich auch, so, das verliert manchmal so seine Wirkung, ne? Ja, genau, Angolaner, die Einschränkung ist geil, wird man erwischt, fliegt man raus, ja, ja, ja. Aber ich weiß, glaube ich, wie er es meint, ne? Harley Davidson Bauchtasche, ja, ist so. Also, ist halt auch eine Ansammlung von speziellen Menschen und auch die zu Kriminalität neigen. Und wie gesagt, Gelegenheit macht Liebe, ne? Gelegenheit macht Liebe. Und wenn dann so viel Geld auch durch deine Finger fließt oder sonst irgendwas, passiert es mal schnell. Also, ich glaube, viele sind schon rausgeflogen wegen Griff in die Clubkasse. Ja, einfach alles oder nicht. Es ist keine Kompromiss, sondern füreinander da sein. Im Prinzip das, was jeder Mensch braucht. Oder jeder Mensch sehnt sich nach sowas. Manche finden es, andere müssen ein Leben lang darauf verzichten. Ja, es ist dieser Anspruch von nur das, was Männer suchen, das gibt's nur hier, nur bei uns. Das ist das einzig Wahre. Das kann kein Sportverein geben, das kann keinen Freundeskreis geben, das kann nicht der Taubenzuchtverein Stahladler geben. Das ist halt dieser Anspruch, ne? Wir sind schon die krasseste Gemeinschaft. Ingo, Spitzname Taliban, wurde in Indien geboren und von deutschen Eltern adoptiert. Er ist Mitglied im sogenannten X-Team. Das sind alles junge Männer, noch ohne Motorradführerschein, die in die Gemeinschaft reinwachsen wollen. Sie stehen in der Hierarchie noch unter den Hangarounds. Ingos Familie ist gar nicht begeistert, dass der Sohn diesem Club beitreten will. Ingo? Also der heißt Ingo, adoptiert aus Indien, Ingo und dann Taliban. Taliban Ingo. Ist schon ein wilder Sprung, oder? Taliban Ingo? Ich weiß es nicht, wenn man jetzt so ein Drohvideo
von den Taliban sehen würde und dann hier mit der Kalaschnikow und dem Koran und dann steht da unten eingeblendet von CNN irgendwie Taliban Ingo. Ja. Ja, gut, ich konnte nicht widerstehen, Ingo Taliban. Also das X-Team, die X-Teams wurden überall gegründet, dass junge Leute aufgenommen werden konnten oder auch ältere, die kein Moped haben, aber trotzdem so irgendwie zu den Bandidos sich zählen wollten. Zwischen den Bandidos und dem X-Team gab es immer noch die Support-Clubs. Da gab es Chicanos, La Onda, wie hießen die eher rechtsgeneigten Supporter der Bandidos? Digga! Wie hießen die denn nochmal? Die habe ich vergessen. Wenn ich es gleich lese. Komm, wer weiß es. Bandidas? Nein. Chicanos, La Onda. War schon eine eher Ansammlung von Rechten. Die gab es auch in Anklam und Greifswald und so. Dann in Schleswig-Holstein gab es die Contras. Genau, Contras hießen die. Die hatten auch so gekreuzte Pumpguns oder sowas, ne? Oh mein Gott. Ja, Contras hießen die, genau. Die sind nicht begeistert. Ja, aber durch die Medien halt, ne? Bandidos werden immer dargestellt als schlechter, aber ist ja nicht so. Das. Ja, die Medien, die Lügenpresse. Muss man nur mal gucken, was in 2007, 2008 in Deutschland los war, ne? Zwischen Hells Angels und Bandidos. Essener Chapter erwartet heute Abend ca. 700 Bandidos und Freunde zur Party. Grundsätzlich können alle kommen, man muss kein Bandido sein. Allerdings kommen zu solchen Veranstaltungen fast nur Mitglieder und Sympathisanten. Sogenannte Normalos trifft man hier eher selten. Die trauen sich nicht. Marzi ist eigentlich Mitglied im Bochumer Bandido-Chapter. Doch da er mit Präsident Martin gut befreundet ist, moderiert er meist die Essener Veranstaltungen. Wir haben einmal hier. Ja, der war auch sehr viel immer in den Medien, Matzi. Wir hatten Martin, Matzi, also der war auch sehr bekannt. Der war viel auch in den Biker News und so, war wohl oder ist wohl auch eine ziemlich angesehene Person vom Chapter Bochum bei den Bandidos. Da gab es schon immer so ein paar Gesichter, die mal wiederkehrend waren. Ne? Die Bandidos hatten jetzt nicht so eine herausstechende Persönlichkeit wie Frank Hanebut, ne? Das muss man sagen. Also auch wenn es bei diesen Treffen ging und dann überstrahlte der Frank Hanebut, überstrahlte schon die andere, das ist das war einfach so. Ich weiß nicht wie, da gab es noch bei den Bandidos, gab es noch Les und der Gehirn funktioniert doch noch nicht. Les und ja, genau, die hatten ja auch das Buch zusammen. Ziemlich böse Freunde. Les Lafhause und Peter Maczolek. Genau, also die waren auch sehr, sehr bekannt. Die waren auch immer bei diesen Medienauftritten, haben auch den Bandido-Frieden mit eingetütet, damals in Hannover. Lebendes Buffet, Leckerchen, mit echten Obst. Ich würde natürlich, wenn wir jetzt unter uns wären, würde ich vielleicht noch netter probieren, ne? Aber da darf ich vielleicht auch gar nicht. Aber nein, also lebendes Buffet immer so als kleines Highlight, ein bisschen nebenbei. Kein Contest. Die Damen werden wieder einzeln auftreten. Wir werden zwischendurch ein Fotoshooting mit den Mädchen machen. Wir werden die komplett vorstellen, von den Namen her und so. Und dann werden die Einzelshows abliefern. Und dann wird das Publikum hinterher die Beste wählen, die Beste prämieren. Du kannst ruhig reinkommen und essen, ist kein Problem. Und dafür ist das da. Na? Ja, du darfst alles essen, außer die Frau, die musst du mir hier lassen. Besonderer ist schon allein, dass er eine Bandido. Ja, aber das ist so. Also das ist auch so eine Sache, die mich nicht so abholt. Genauso wie so eine Limo und auch irgendwie eine Frau, die da liegt, von der so Buffet runtergegessen wird. Weiß ich, holt mich trotzdem nicht so ab. Also ich bin echt kein Kostverächter und ich gucke mir gerne hübsche Frauen an und in mir steckt auch ein Lustmolch.
Aber das sind so Dinge, die mich so noch nie abgeholt haben, egal auf welcher Party. So der Strip-Contest, yo, geil, kann ich mir auch angucken. So Strip, so nur sitzen, so mit so 8 Kerlen und alle haben so einen Halbsteifen irgendwie. Das ist jetzt so nicht so mein Ding, ne? Aber das ist so, das holt mich so gar nicht ab. Auch so die Frau, die da so liegt, so keine Ahnung, ne? Ja, gibt da keine Frau, auf der man Steak grillen kann, ja. Ja, jetzt so ein bisschen Obst da runter naschen, aber ich weiß nicht, das sind so Dinge, glaube ich, ich weiß nicht, ob das aus der Zeit gefallen ist, aber es gibt es ja heute noch genauso, aber es ist jetzt so, wo ich sage so, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, wenn du da als Frau so 2 Stunden liegst, so irgendwie mit Sahne und Obst drauf und du liegst auf so einer Bierbank irgendwie, auf so einem Bierbanktisch, keine Ahnung, wie man da aufsteht und dann, was man da denkt, also keine Ahnung, ne, ist einfach, ja, ich habe da immer diesen Spaghetti-Typ vor Augen, ja, genau, ich weiß auch nicht mehr, wo das war, aber das gab's, ich kenne das, ja, genau. Kino-Party ist, das ist einfach was Besonderes, weil das ist unser MC und ich denke, dass wir uns für einen besonderen Club halten, das heißt nicht, dass wir jetzt Nase hochtragen oder oberschwänglich sind, sondern wir sind was Besonderes, denke ich, weil der Club einen harten Weg gegangen ist, möchte ich jetzt auch nicht näher darauf reingehen, das ist Politik von anderen Leuten oder so, ich bin heute der Moderator von dem Table Dance Contest. Also ich finde das schon ein bisschen merkwürdig, wenn man sagt, also ich denke, wir sind ein besonderer Club. Also da war viel, viel Fragezeichen drin, ne? Das war jetzt, sag ich mal, ja, ging so als Werbung, ne? Und dann wird gefeiert. Mit jeder Menge sexy Mädels. Was man nicht vermutet, auf der Bandido-Party geht es Gesitte zu. Grölende, besoffene Rocker, die sich daneben benehmen oder sich sogar prügeln, findet man hier nicht. Wie immer greifen die strengen Clubregeln. Wer dagegen verstößt, bekommt Ärger. Für die Essener Bandidos als Partyveranstalter herrscht absolutes Alkoholverbot. Präsident Martin hat seine Truppe voll im Griff. Ja, die Frage ist dann immer wieder das, was ich mich dann ja auch gefragt habe. What the fuck hat this noch mit irgendwie Rocker-Lifestyle zu tun? Lebe frei und darfst nicht mal ein scheiß Alster trinken, ne? Darfst nicht mal ein Bierchen trinken. Keine Ahnung. Schiebst den ganzen Tag irgendwie 2 Harleys, 120 Stufen Treppenhaus hoch, baust seit 3 Tagen auf, musst nachher noch abbauen, wegräumen und durftest die letzten 5 Tage nicht ein Bierchen trinken und durftest nicht mal irgendwie vorne an der Bühne stehen und irgendwie zugucken und weiß ich nicht. Ja. Das ist so. Das sind Dinge, die mich wieder hart triggern, jetzt wo ich sage, ja, es ist das, was man dann sucht. Es ist halt mehr Regeln wie fast bei allen anderen in der Gesellschaft, ne? Ja, die Leute begegnen sich mit viel Respekt. Das ist eine ganz wichtige Geschichte, weil auch verschiedene Colors, verschiedene Clubs hier sind und da muss man Respekt geben und auch bekommen. Und dann läuft das einfach 5-4 ab. Keiner trinkt Alkohol, alle haben die Augen offen. Falls es mal Schere rein, da sofort eingegriffen werden kann. Und im Regelfall passiert das nicht, weil wie gesagt, hier ist ein Abend mit Respekt. Am nächsten Tag haben einige Mitglieder der Essener Bandidos eine Verabredung. Und zu diesem Termin fahren sie standesgemäß mit Motorrad-Eskorte. Wenn ich die Stretch-Limo sehe, Hier passen so gut 6 Leute rein, sieht wichtig aus. Das war auch 2008 nicht mehr cool. Ich weiß nicht, wann das mal cool war. 1980 vielleicht noch, wenn du im weißen Anzug mit Loafers irgendwie ausgestiegen bist in Miami vielleicht. Ja, aber sieht wichtig aus? Nein. Das ist halt einer. Und naja, das ist so ein kleines Statussymbol. Ne? Genau wie die Harley, amerikanische Stretch-Limo. Das ist schon in Ordnung. Spielzeug für große. Ja. Genau. Kleine Jungs, kleine Autos, große Jungs, große Autos. Wie sich der Club finanziert, darüber reden sie nicht so gern. Es gibt eben grundsätzlich Dinge, die nur für die Ohren eines Bandido-Bruders bestimmt sind. Die Polizei hat seit Jahren ein Auge auf den Männerbund, aber Zoff in der Szene gab es lange nicht mehr. In der letzten...
Dann muss das kurz vor dem Stress gewesen sein. Zeit nicht, vom Club ausgehend sowieso nicht. Wenn er mal die Sachen immer rein privat, dann hat er. Weitere Fragen lassen wir mal jetzt außen vor. Bei ihrem Termin treffen die Essener ihren Bandido-Bruder Barzi. Der betreibt hier im Bochumer Rotlichtviertel auf dem sogenannten Eierberg eine Zimmervermietung. Im Haus Nummer 17 setzt man sich regelmäßig auf einen Kaffee zusammen. Also Kutten im Rotlichtviertel machen viele so gar nicht mehr. Ist aber abschreckend für die Freier. Selbst so mit den T-Shirts rumlaufen wollten nachher viele nicht mehr. Zimmervermietung ist klar. Frauen können sich einmieten. Dort wird dann angeschafft. Dort wird sich dann prostituiert. Und man sorgt für die Räumlichkeiten und für den sogenannten Schutz. Ist nach meiner Meinung immer noch in der Prostitution das Beste, die beste Verfahrensweise, dass die Frauen für sich selber zuständig sind, in eigenen gemieteten Räumlichkeiten arbeiten und dementsprechend auch versorgt sind. Und wenn Freier durchdrehen, dass auch welche da sind, die dann Schutz anbieten können. Also ist nach meiner Meinung die Modellwohnung immer noch die beste Lösung. Hallo. Hey. Grüß dich. Barzis Ehefrau Nancy führt zusammen mit ihrem Mann das Etablissement. Hi. Gut. Ein gewisser Teil hat damit zu tun und ein gewisser Teil hat damit nicht zu tun. Ne? Es sind mehrere, die da drin engagiert sind in dem Bereich oder so, damit ihr Geld verdienen. Warum auch nicht? Ne? Machen andere auch. Weil das ist ja eigentlich eine seriöse Sache. Ne? Und warum soll man damit nicht Geld verdienen? Das ist ja nun mal. Man muss ja auch nicht alles irgendwie mit handwerklicher Kunst jetzt arbeiten oder so. Irgendwann. Man kann ja auch mal ein bisschen mit dem Kopf was tun oder so. Oder wenn man irgendwo reinlebt oder irgendwo im Leben groß wird oder so, versucht man ja damit irgendwo Geld zu verdienen. Das macht ja jeder auch. Die Politiker machen das ja auch. Ne? Die lutschen da irgendwo rein oder, und dann verdienen sie Geld damit. Ne? Wir haben weniger. Viel geredet, nichts gesagt. Also ich finde, da dieses so also halb rechtfertigen immer so für einen 1%er Club Bandidos, dass man da jetzt Rotlicht betreibt, ist dann, grenzt für mich dann schon fast an der Peinlichkeit, ne? Einfach sagen, ja, wir sind im Rotlichtgewerbe tätig, Punkt. What's your problem, Senior Reporto? Naja, also können wir ja auf irgendeine Art und Weise versuchen, unser Geld zu verdienen, ne? Wir haben auch Familie, Frau, Kinder, alles und alles, wir müssen alles ernähren. Wir müssen auch Kinder füttern und am Kacken halten. Ja, so ist am Kacken halten. manchmal fetzt der Robot, ja. Ja, sehr cool, Kurt Blatt. Ehre geht raus, Kurt Blatt schreibt gerade mal was Schönes am Rande. Ich bin so müde, ich habe gestern 60 Sträuße für Ukraine und ihre Kinder gebunden. Mir tun die Hände weh, man unterstützt das Ganze. Das macht einen sehr glücklich, das Lächeln der Kinder zu sehen. Ehre geht raus. Nicht so. Ja. Billy, deine Existenz ist eine ganz andere. Ich habe einen Job, ja. Das eine schließt das andere ja nicht aus. Also einen Job haben heißt nicht, man kann kein Bandido sein. Und dann, genau. Da wird der eine erwähnt, der den Job hat dann, oder was? Billy, du hast ja einen Job. Ich habe einen Job. Ich weiß nicht, ob ich so viele kennengelernt habe, die einen festen Job hatten. Ich muss ein bisschen nachdenken. Es gab immer mal wieder welche, aber die meisten waren schon in irgendwelchen Selbstständigkeiten vom Hausmeisterservice, Goldanverkauf, waren schon die wenigsten, zumindest bei den großen Clubs, muss ich einfach mal sagen. Der eine wählt seinen Weg so, der andere so, aber Bandidos sind wir trotzdem. Ich denke mal, manche, die würden uns gerne in die Richtung reindrücken, oder dass wir alle nur kriminell wären und alle nur mit potenzieller Gewalt und irgendwie Geld verdienen oder sonst irgendwas. Ne? Es geht auch ohne Gewalt, aber allerdings, ich sag mal, wenn einer an unser Brot geht, ne, dann müssen wir unser Brot verteidigen, ganz normal. Ne? Und ich denke mal, das wird jeder andere auch mal, jeder normale sterbliche Bürger oder was, wenn du hingehst und den Gartenzweig aus dem Garten rausholst oder hey, dann ruft er die Polizei und zeigt die an oder sonst irgendwas, oder der eine oder andere springt her und reißt den wieder aus dem Arm raus. Und unsere Leute würden wahrscheinlich hinterher springen und den wieder aus dem Arm rausreißen, ganz normal. Ja, das sind so Vergleiche, das sind so schwierige Vergleiche, ne? Das eine, klar, dass man sein Eigentum verteidigt oder seine Familie. Ich würde es auch nicht cool finden, wenn ich einen Gartenzwerg hätte, wenn der geklaut wird, aber da dann hinterher rausreißen und Schlägerei oder sonst irgendwas. Das ist ein schwieriger Whataboutism.
Das eine ist organisiert, wir kommen als Gruppe und ja, wir verteidigen uns ja, wenn auch nur. Das ist immer so ein verweichtliches Darstellen oder so ein Schönreden, ne? Also schon ein bisschen was anderes, als wenn man Präsident der Bandidos ist oder Die ganzen Vorurteile, die kommen aus der normalen bürgerlichen Welt und die werden hochgepusht von den Medien. Das Problem ist ja ganz eindeutig, dass du mit einem normalen Leben, mit einem normalen Job und zwar als Bandido keine Auflage hast. Dann ist doch viel besser, wenn das heißt, alle Bandidos verkaufen Drogen, die handeln mit Waffen und haben mindestens 4 Pferde am Laufen. Das ist aber was niemand, also das behauptet doch auch gar keiner. Das hat auch damals keiner behauptet, sondern dass es einfach kriminelle Clubs gab, dass es kriminelle Leute gab. Auch ich wiederhole immer wieder hier, nicht alle in diesen Clubs sind kriminell. Die Wahrscheinlichkeit aber auf einen Kriminellen zu treffen ist um ein viel, viel, vielfaches höher. Das ist einfach so. Dass das so dargestellt wird, alle Rocker sind kriminell, alle sind böse, das hat doch lange, lange schon keiner mehr gemacht. Ja, also, wie ihr euch aber selber darstellen könnt, ist, wenn ich Werbung einhaue, und zwar vielen lieben Dank an alle, die uns supporten bei ZEC Plus mit Protein, Eiweiß, Klamotten, alles, was Gesundheit angeht. Ich feiere ja die Shirts für Big Guys. Hier, das ist eines meiner Lieblingsshirts, ein paar Stück, feiere ich hart ab. Und natürlich, wenn ihr geiles Fleisch steht, Barbecue, Grillen und so weiter, dann bei den Beef Bandits einfach mal auschecken. Und wer mein Buch noch nicht hat, der darf sich auch gerne das Buch zulegen. Spiegel Bestseller, so danke. Und falls irgendjemand meine Marisa unterstützen möchte, ist hier der Link, guck mal. Und zwar kommt hier ein Link, die ist ja bei YouTube aktiv und das ist meine Marisa, da könnt ihr ein Follow dalassen bei YouTube. Dankeschön, Leute. Ehre geht raus, Werbung Ende, weiter geht's. Ist doch normal. Damit macht man Auflage. Die Wahrheit interessiert einem erst noch einen Augenblick nicht. Doch so ein bisschen spielen sie schon mit dem Image der bösen Buben und da ist noch was dran. Gott vergibt, das steht in der Bibel so, viele sind auch sehr gläubig von uns, ne? Der eine mehr oder weniger, meine Frau ist sehr, sehr gläubig zum Beispiel. Und Gott vergibt, so sagt es die Bibel. Ich weiß nicht, immer dieses ich bin so gläubig und dann irgendwie Kriminelle um mich herum. Es sind Kriminelle dann im Rotlichtmillionen. Ich bin so gläubig, ich weiß das immer nicht. Ich weiß das immer nicht. Ach, keine Ahnung, tut mich immer schwer mit Gott, Glauben, Religion, Kutte, Crime, Prostitution, das ist schon so ein Cocktail, wo ich dann immer sage, ja, boy, schon wild, ne? Du sagst es weg, immer und allen. Ne? Wir vergeben eigentlich auch, aber wir vergeben nicht immer und nicht alles. Manche sagen, die sind halt da, die kann man meiner Meinung nach nicht vergeben. Gott kann's, wir nicht. Sie müssen sich immer an ihre strengen Regeln halten, ohne Wenn und Aber. Und das muss jeder wissen, bevor er sich dafür entscheidet, Bandido zu werden. Der 26-jährige BWL-Student Sven hat sich für die Bandidos entschieden. Kickboxen und Selbstverteidigung gehören zu seinem wöchentlichen Trainingsprogramm. Sven wird von Ralf Seger, Kampfsportler und Kickbox-Weltmeister, trainiert. Herr Ralf Seger kennt man ja von Vox oder so. Ah, okay, hier schreibt gerade Toni, schreibt, Billy hat immer so geredet. Schlimm wurde es, wenn der Besuch aus Kolumbien da war. Billy war der gesagt hat, hier, ich arbeite, ne? Ja, und Besuch aus Kolumbien heißt Besuch von Kokain, das Konsumieren von Kokain. Sven, der Überlauf, okay, Toni weiß dann hier ein bisschen, ja, Besuch in der Nase, ich weiß schon, was ein Besuch in Kolumbien ist, das weiß ich schon. Also ging das hier um den Sven? Der Sven ist ein Überläufer? Der 26-jährige BWL-Student Sven hat sich für die Bandido. BWL-Student Sven soll ein Überläufer sein, also das können wir nicht nachvollziehen, aber wird dann hier von Ralf Seger trainiert, war halt auch im Fernsehen, war auch mal ein Freefighter oder so. Kickboxen und Selbstverteidigung gehören zu seinem wöchentlichen Trainingsprogramm. Sven wird von Ralf Seger, Kampfsportler und Kickbox-Weltmeister, trainiert. Der junge Mann hängt sich richtig rein, denn als Bandido muss man sich verteidigen können, sagt er. Das ist in dieser Szene notwendig, weiß auch Ralf Seger. Das Verteidigen, das ist, das leuchtet mir ein. Also, ja, okay, Sven ist mit Ramin Yektaparas damals zu 81 gewechselt. Ja, okay. Wow, krass, dann scheiße, wenn du dann in so einer Doku auftauchst. Also der junge Mann links, der hier noch Prospect ist zu dem Zeitpunkt, ist dann irgendwann auch zu den Hells Angels rüber gewechselt. Ja, ist natürlich.
kurz nachdem er Member geworden ist, ja. Okay, Toni wird hier Informationen haben. Ja, spannend. Also ich kann es nicht verifizieren. Ich gehe davon einfach mal aus, dass das möglich ist. Ich denke, manchmal schon lebensnotwendig. Ja? Wenn man so ein bisschen von den Fäden mal absieht, passiert da eigentlich nichts. Aber es gibt ja so einen kleinen Twist. Brauchen wir nicht benennen, weiß ja jeder. Und da ist es eigentlich schon wichtig, dass die Leute auch gut drauf sind. Ja, und dieses Verteidigen triggert mich auch hart. Ne? Also alle böse und falls, dann muss ich mich nur verteidigen. Dieses Verteidigen, dieses Rumopfern, das tut mir leid. Dann sag es, man muss vorbereitet sein, wenn es Stress gibt, dann formulier es lieber so, ne? Dann formulier es lieber so, wenn es Stress gibt, dann bin ich vorbereitet, aber ich muss mich wehren, ich habe das Gefühl, wir machen ein Video über Extremisten. Und sich auch gegen irgendwelche Angriffe, zeigen wir nachher noch ein bisschen selbstverteidigungsmäßig auch verteidigen können, ja? Das ist ein ganz wichtiges Kriterium. Es ist besser auf jeden Fall. Es kann immer in Situationen kommen, wir arbeiten ja teilweise auch an der Türe und so weiter und so fort. Und da sollte man sich schon verteidigen können. Sven trainiert seit er 12 ist. Hey, Kopf rüber oblassen, dort immer! Komm hier rein, Ben. Jawohl, und komm mal, los! Smashen, nehmen wir zusammen, komm mal, los! Noch mal jetzt, los! Komm mal, schon ab jetzt! Vor gut einem Jahr hat er sich für die Bandidos entschieden. Inzwischen ist er zum Prospect, also zum Bandido-Anwärter, aufgestiegen. Seine Kutte bedeutet ihm alles. Jeder Bandido passt darauf ganz besonders auf. Das ist halt für uns ein ganz wichtiger Bestandteil, weil man repräsentiert ja auch den Club, wenn man die Kutte trägt. Und es ist ganz wichtig, gut darauf aufzupassen. Ja. Das heißt also, immer im Auge halten, am besten nicht im Auto liegen lassen und so weiter und so fort. Am besten nicht im Auto liegen lassen oder am besten damit Motorrad fahren und immer auch dieses Sterben und Verteidigen und so weiter. Klingt immer gut für die Kamera. Klingt gut für die Kamera. Wir haben zu viel gesehen, wir haben zu viel Wechsel gesehen, wir haben rein raus aus den Clubs gesehen mittlerweile. Ach, keine Ahnung, ja. Also für mich persönlich sehr wertvoll, sollte eigentlich für jeden so sein. Und wie gesagt, was man sich hart erarbeitet hat, möchte man noch nicht wieder abgeben. Und von daher, ich würde dafür mein Leben geben. Ja. Wie gesagt, also das Gerücht besagt gerade, ich kann es, wie gesagt, nimmst du nicht übel, Tony 666 World, dass kurz nachdem er dann Member wurde, bei den Bandidos rübergepatcht ist zu den Hells Angels. Das sind natürlich dann schwierige Sachen, wenn man sagt, vorher, dann hätte das verteidigt. Wir haben das gesehen, auch bei den anderen, die aus Berlin gepatcht sind. Ja, eine Woche vorher noch irgendwie Hells Angels angegriffen, eine Woche später ist man Bruder. Geht das alles so? Oder geht es hier wirklich um Business? Geht es hier um Rücken? Geht es hier um Image und so weiter? Das sind einfach schwierige Dinge aus meiner Sicht, wenn man dann vorher das so labern, eine Woche patchst du rüber und dann hast du eine neue große Familie mit irgendwie 1000 Mitgliedern oder 2000 Mitgliedern. Gibt es auch Bilder zu? Ah, okay, da ging es nur um Kohle. Ja, oh, welche Überraschung, dass es in diesen Milieus vielleicht um Geld geht. Von daher überrascht uns das gar nicht. Ne? Ja, für die Kutte gebe ich mein Leben oder für eine andere Kutte. Gucken wir mal. Ja, ist so. Ist so. Auf jeden Fall. Und Sven meint das bitter ernst. Natürlich, sonst würde ich es nicht mit Überzeugung sagen. Was würde er machen, wenn ihm jemand die Weste klaut und zerstört? Ich denke, er wird nicht dazu kommen. Und deshalb bringt Kampfsportprofi Ralf Seger seinem Schützling alles bei, was er dafür können muss. Wir haben die Situation, die oft sehr vorkommt. Ich mache das immer so vor. Es steht einer gegen mir, hat irgendwas in der Hand, eine Flasche, ein Knüppel oder was, ein Messer und kommt einfach so auf mich zu, von oben. Ja? Passiert sehr oft und ich versuche da mal dir zu zeigen, Sven, was man dagegen macht. Okay, attackieren. Ja, das Problem ist bei diesem Vorzeigen, ne? Also klar gibt es vielleicht 14-Jährige, die dann angelaufen kommen und du musst wissen, wie angegriffen wird, ja. Also die dann vielleicht noch ein Messer so halten, ja, also wenn du siehst schon jemand, das Messer anders hält, ja, mit dem Messer nach unten, man weiß jetzt, ja, passiert fast täglich und der Ralf Seger weiß, er kommt jetzt von oben. Das ist alles bei diesen Abwehr, bei diesen ganzen Abwehr-Reactions, ich kann euch das sagen, die einzige sinnvolle Abwehr gegen einen Messerangriff und jemand, der einen Messerangriff kann, ist laufen. Einzige sinnvolle Verteidigung ist weglaufen, weil jetzt soll er so den Arm hochnehmen und er weiß, was kommt. Na klar kann er jetzt in ihn reinspringen, Arm nehmen, drehen und so weiter, aber wenn du nicht weißt, was du kommst, wie du stichst
Digga, da schlitzt du dir die Unterarme auf und bis auf die Knochen und was weiß ich, Bauch, Hals, Kopf. Ach, das ist so immer, wenn ich diese Videos so sehe, weil dann Leute glauben, so, dass man kann sich so verteidigen. Nein, kannst du nicht. Kannst du nicht. Und besonders, wenn man dann hier noch über Milieusachen spricht, ja, dann andere aus dem Milieu wissen auch, wie man mit dem Messer umzugehen hat oder sonst was. Ich halte diese Botschaften immer für sehr, sehr schwierig. Also er weiß, der Messerangriff kommt jetzt von oben. Ich mach und hol mit der rechten Hand von oben aus. Okay. So, erstmal zurück, rein, Block, fassen. Digga, rein, Block, fassen. Kein Mensch lässt sich dann so festhalten. Es tut mir leid. Alter. Ja, gegen Messer hilft nur Armbrust. Ja. Einfach mal ein Bolzen vorsorglich durch die Tür. Wow. Ja, ist TV-Gewäsch, ne? So langsam läuft keine Kampfhandlung. Ja, und Arm festhalten. Digga, wer lässt sich denn voll im Kampfmodus deinen Arm festhalten und so? Pass auf, wir machen den in zwei Variationen. Dann gehe ich hier durch. Fasse hier. Gehe hier rüber. Hopp. Ja. Und hebe gleich in dem Moment hier. Hand geht offen. Messer. Hand geht offen. Fällt er raus. Sollte er noch immer widerspenstig sein, was er normalerweise nicht macht, ziehe ich noch einmal hier ab und das Ding ist gut. Ja. Messerangriff. Du stehst, du kommst auch vor. Ja. Diese Nummer. Ah, ist halt alles so, haben wir auch trainiert, das sind alles diese Kraft-Mager-Sachen. Es ist gut, wenn man ein bisschen was aus dem Kraft-Mager kann, man kann da was rausnehmen, aber ja, hier, so stechen, ich weiß, was jetzt kommt der Griff zur Seite rein in den Körper und so weiter, Hand festhalten oder nach oben drücken, da gibt es mehrere Varianten, haben wir auch über Jahre trainiert, aber hat mit Realität nichts zu tun, ist ein gutes Training, kommst gut ins Schwitzen, lernst ein paar Dinge, aber all dieses mit den Gummimessern da trainieren und mit den Gummiknarren ist nach meiner Meinung alles Blödsinn. Das heißt, wenn ich sehe, du hast ein Messer in der Hand, gehe ich schon mal so hin, hier rauf. Ja, und was ist jetzt, wenn er das von oben gehabt hätte oder das Messer dreht in der Hand, das Messer nach unten, die Klinge, Digga. Seite, ganz wichtig, geh hier herum, hier rüber, Messer weg und komm schon mit, komm mit. Was? Komm mit. Was macht der andere mit seinem Arm? Was macht der andere mit seinem Arm? Das ist ein unartiger Junge, jetzt kommst du mit. Ja. Ja, bei jedem Messer liegt auch eine Anleitung bei, wie man jemanden damit richtig angreift. Ist so. Richtig. Das ist aber nur in der Notsituation. Weil wir haben hier den Rippenbogen hier. Da kann man zum Beispiel dann auch hingehen. Ja, ganz kurz mal eben hier rein. Hier rein. Das Herz befindet sich ja daran. Eben hier runter. Das tut höllisch weh. Möchte ich auch nicht zu feste machen, weil das ist wirklich nur, um dir zu zeigen, jetzt dabei gleich hier wegstoßen, sagen, Alter, jetzt ist gut, bleib da, wo du bist. Was dann ja auch jeder macht. Sven hat sich mit Haut und Haaren auf den Club eingelassen. Wenn er eines Tages Vollmember ist, muss er sein ganzes Leben nach dem Club ausrichten. Mit Haut und Haaren war dann vielleicht nicht so lange oder alles nachgewachsen, ne? Ohne Wenn und Aber. Für mich ist der Weg klar. Gleich im zweiten Teil, die Polizei bei den Bandidos und eine ganze Stadt voller Rocker. In wenigen Augenblicken geht's weiter. Im Clubhaus der Essener Bandidos hat sich heute Morgen außergewöhnlicher Besuch angesagt. Die Polizei ist hier eigentlich nicht so gern gesehen, doch manchmal lässt sich ein Gespräch nicht vermeiden. Ja, also Feldi 2 schreibt, viel zu trainingsintensiv. Wir haben hier gelernt, der geneigte Kriminelle hat keine Disziplin. Ja, ist so. Er hat seine Haare dem Club gegeben, ja, so ungefähr. Ich bringe mit ein Spitzenfahrzeug, was vor ihrer Kolonne herfahren wird, ein Schlussfahrzeug, was die ganze Kolonne nach hinten schließt. Digga, geil, wie ich mir einen Cop im Ruhrpott vorstelle, ne? Links. Schließen wird und 13 eigene Motorradfahrer auf einem Motorrad. Diese eigenen Motorradfahrer haben den Auftrag, ihre Veranstaltung als geschlossenen Konvoi über jede mögliche Kreuzung drüber zu bringen. Also, die besetzen die Kreuzungen im Vorhinein und werden sie dann über jede einzelne Kreuzung den geschlossenen Konvoi als eine geschlossene Einheit rüberbringen. Die Bandidos planen eine Großveranstaltung, den sogenannten City Run. Circa 500 Harleys werden im Konvoi durch Essen fahren. Also dieses Beantragen, nicht alle Städte machen das mit. Wir haben mal eine Genehmigung bekommen vor den Husarenritt, mal keine. Wir sind auch mit 100, 150 Motorrädern durch die Stadt gefahren.
Wir mussten teilweise die Kreuzung selber blocken, wofür wir dann immer wieder angeraunzt worden sind. Also das ist nicht so ganz so üblich, dass die Polizei das alles so übernimmt und das durchwinkt. Das ist schon ein spezieller Service hier der Polizei Bochum oder Essen. In Begleitung der Polizei, denn es müssen zahlreiche Kreuzungen gesperrt werden. Und vor allem, wo parken 500 Harleys nach der Fahrt durch Essen, wenn die Party steigt? Das wollen die zuständigen Beamten vorher von den Bandidos genau wissen. Also du musst wirklich, wir mussten auch beim Straßenverkehrsamt, Ordnungsamt, Polizei, alles einreichen, eine eingezeichnete Route, mögliche Teilnehmer, Abschleppwagen, Start, Ende, was weiß ich und wo getankt und wie wird da gemacht. Also ist schon ein bürokratischer Aufwand, aber nicht so viel bürokratischer Aufwand wie die Clubregeln im eigenen Vereinsheim. Denn so viel Erfahrung hat die Polizei nicht mit solchen Massen an Motorrädern. Also das ist die erste Veranstaltung dieser Art, die ich begleite. Insofern kann ich dazu keine abschließende Aussage machen. Da müssen die Sicherheit für alle Leute gewährleisten. Keiner darf sich belästigt fühlen und da muss alles passen. Alle müssen am Tag Spaß gehabt haben und die Sicherheit ist im Vordergrund, ist klar. Muss alles so organisiert sein, ein bisschen klar ist. Da müssen wir uns mit den Behörden natürlich auch einigen, die uns auch unterstützen jetzt dabei, dass es vernünftig läuft. 400 Motorräder brauchen viel Platz. Wenn wir die mal komplett belegt, dann sind da... Also Moped an Moped. Ja. 150 bis 200. Ja, die stehen ja auch hier vor, Mann. Hier steht ja eigentlich keiner. Hier vor steht auch noch einer Reihe komplett durch. Aber hier passt eine Menge drauf. Wir müssen gucken, dass die auch wirklich dann auch hier oben Ordner sind oder Leute sind, die dann auch zackig machen. Ja, dann passt. Das Ding ist, man denkt immer nicht, dass man das nicht braucht, aber jeder, der schon mal eine Veranstaltung mit Mopeds organisiert hat, weiß, Digga, wenn du da keinen hast, der den Leuten erklärt, wie man zu parken hat, dann fahren die ersten drei Trottel rauf, parken genau in der Mitte, kreuz, quer. Digga, das ist wirklich so, da kickt manchmal das rein, dass du ausrasten könntest. Da brauchst du wirklich Leute, die dir stehen und sagen, ganz nach hinten durch, rückwärts, 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 hier kurze Schneise lassen, rückwärts einparken. Also, ja, man denkt ja immer, also, du musst mit dem Motorrad immer kommen, dann schiebt man das Motorrad zurück, sodass du nachher schneller wieder wegkommst. Aber jeder, der das schon mal mit mehr Motorrädern organisiert hat, weiß, Digga, da kriegst du richtig ein zu viel. Es werden wieder Bandidos aus ganz Deutschland und andere befreundete Motorradclubs nach Essen kommen. Der City Run ist der Auftakt für die Motorradsaison. Doch nicht alle freuen sich über die bevorstehende Großveranstaltung. Hören Sie mal, wir sind doch hier in reinem Wohngebiet. Dürfen die da? Ich meine, ich verstehe das nicht. Die sitzen hier bis nachts 12 draußen und dann diese Mopeds, 30, 40 Stück, wenn die alle losfahren, dann sitze mein Mann und ich im Bett. Und da kriege ich jedes Mal ein Herz, Kasper. Das kann doch nicht richtig sein. Da müssen Sie von der Polizei doch was machen. Schnell wegdrehen. Das ist Ruhrpott Deluxe, ne? Wenn Sie die Polizei rufen, wenn die Polizei... Ja. Da ist aber auch zu mir schon gesagt worden, nein, wir kommen nicht. So geht das nicht. Während sich... Ja, da ist irgendwann die Null-Toleranz-Strategie eingeführt worden und das hat auch funktioniert, ne? Ich glaube auch, Null-Strategie hat auch der Innenminister von Schleswig-Holstein geprägt, ne? Der hätte das dann auch ausgegeben, wo es dann damals hier geknallt hat, hier in Kiel, Flensburg, Neumünster und so weiter. Da hat der Schlie, glaube ich, Innenminister Schlie, scheiß drauf, Alzheimer kickt rein. Wurde diese Null-Toleranz-Strategie ausgegeben und das, da hat man dann gemerkt, okay, wir können auch mit Polizei Ordnungsrecht durchsetzen. Und das hat schon Steine in den Weg gelegt, ne? Die Polizei mit der noch aufgebrachten Anwohnerin beschäftigt, wird im Clubhaus der Bandidos alles für den City Run vorbereitet. Und eines fällt auf. Alle Arbeiten erledigen die Hangarounds oder die Prospects, so wie Peter und Rolf. Der 52-jährige Rolf ist gerade vom Hangaround zum Prospect aufgestiegen. Jetzt ist er in der Probezeit zum Vollmember. Wie lange das dauert, hängt von jedem Einzelnen ab. Das sind ja keine niedrigen Arbeiten. Das sind Arbeiten, die haben wir ohne unser City Run und das muss gemacht werden. Müssen wir mal machen. Wenn man da extra reinkommen lassen, dann auch der Zehner die Stunde kriegt, dann das gehört dazu. Das ist keine niedrige Arbeit. Wenn das dann in den niedrigen Kinder so nach Hause geht. Ja, also wie gesagt, ich habe es gesagt, ich glaube, im Ruhrpott hatten die dann auch genug Supporter, Hänger und Prospects, um das so zu machen. Aber grundsätzlich habe ich das auch bei vielen Clubs mitbekommen, dass die Member da genauso sich um Dinge kümmern. Wie gesagt, ich habe es gesagt, die bauen dann vielleicht die Bierbänke nicht auf, aber es gibt auch viel Organisatorisches im Hintergrund, wo dann auch die Member unterwegs sind. Also das ist ein bisschen leicht gemacht, ne? Auch das Clubhaus sauber machen, muss auch sauber gemacht werden. Wer soll das sonst machen? Ne? Und dann wird das als Prospekt machen müssen oder Hängeraut oder was weiß ich. Normal, gehört dazu.
Ja, da hätte ich schon gesagt, du musst es nicht machen. Du kannst jederzeit gehen, du musst es nicht machen. Wollen, das ist unser Zuhause, das ist unser Wohnzimmer. Das hätte ich als Präsident dann ihm gesagt. Ich sage, wie du musst gar nichts. Du kannst jederzeit gehen. Man will doch sein eigenes Wohnzimmer sauber halten oder sein eigenes Klo hält man doch sauber. Das mache ich doch freiwillig, muss gar nichts. Das ist mir ein Anliegen, ein innerliches Fest. Ich sehe das nicht, das ist nicht innerlich. Bei den Bandidos fängt jeder ganz unten an. Das Thema hatten wir schon. Ausnahmen gibt es nicht. Beziehungen nützen gar nichts. Tut mir leid, da muss ich schmunzeln. Beziehungen nützen gar nichts. Klar, weiß ich. Alle gleich. Beziehungen nützen gar nichts. Ich bin mal gespannt, hoffentlich wird dazu noch was gesagt. Den Bandido-Status kann man sich nicht kaufen. Billy ist seit 5 Jahren Vollmember und ein enger Vertrauter von Präsident Martin. Er kümmert sich heute um die Organisation des City Run. Mit dabei ist auch Bäckermeister Stefan Salewski. Er ist kein Bandido, arbeitet aber seit Jahren mit dem Motorradclub zusammen. Ich weiß, was jetzt kommt. Alles nette Jungs, nie Probleme. Bezahlen, tolle Feier, ich werde auch immer eingeladen und klar, das hat ja nichts damit zu tun, was in einigen Clubs hintenrum passiert. Ja, Essen hatte auch den längsten Prospekt, den ich je gesehen habe, Taliban. War das der Ingo Taliban? 6 Jahre Prospekt, Probationary, dann wieder Prospekt, okay. Ich verstehe nicht, warum die meisten Angst vor denen haben oder sagen, oh, das sind Verbrecher und die sind so schlimm. Das sind super Kerle. Man darf den nur nicht auf die Füße treten. Wenn du eine große Schnauze hast, kann passieren, da kann man einen drauf, Chris. Ja, was ist dieses auf die Füße treten? Ja, Digga, die bestellen bei dir Brötchen, die machen Umsatz, die freuen sich, dass du alles bringst, machst und tust. Machst dir wahrscheinlich noch einen Freundschaftspreis oder sonst irgendwas. Na klar sind die alle cool und nett, das waren wir auch. Wir waren bei unseren Festen auch zu jedem aus der Bevölkerung nett. Ja, aber hat jemand versucht, einen harten zu machen oder war disrespektierlich, dann gibt's dann auch eine Nuss. Ja, Probationary. Bei den Bandidos sind die Stufen anders, also da gibt es auch den klassischen Support. Wenn du aus dem Support-Club kommst, glaube ich, kannst du auch die Hängerphase überspringen, oder? Wenn du vom Vollmember-Support-Club kommst, kannst du, glaube ich, die Hängerphase überspringen. Aber es gibt auf jeden Fall Hänger, Prospect, dann Probationary, das heißt nochmal Bandido auf Probe und dann Member, ja. Aber wenn du schon länger in einem Support-Club gewesen warst und du dann kommst, dann kannst du die Hängerphase überspringen und gehst sofort in den Prospektstatus. Das ist aber bei den meisten Clubs so. Ne? Das ist bei den meisten Clubs möglich, wenn du dich vorher schon im Support-Club bewährt hast, sozusagen. Du kümmerst dich bitte bei, wenn wir wegfahren, bist du einer derjenigen, die... Das ist doch Taliban. ...stand bleiben, ja? Es können sein, dass Leute hier bleiben, dass sie da also noch weiter was zu essen bekommen. Gut. Anni, möchtest du in den Griffstand mit rein vormittags? Möchtest du einen Grillstand mit rein? Wie viele Antwortmöglichkeiten hat er? Möchtest du den Grillstand mit rein? Nö. Ja, sehr ungern. Ja, es ist mir ein innerliches Bedürfnis. Ja, einfach mal eine rhetorische Frage, einfach. Ist einfach nur, nö, kein Hunger, ja. Nein, ich trinke lieber. Lass mal ausdiskutieren. Ja, geh doch selber grillen. Ja, wieso machst du das nicht? Ja, mach du doch. Ja, genau, mach du doch. Das wäre eine gute Antwort gewesen, ey. Oh, ihr macht mich wieder fertig, ja. Hol doch selbst. Ja, nichts lieber. Oh, ist aber immer zu gut, ey. Prospekt Rolf ist selbstständiger Unternehmer. In der Kreierstraße im Essener Stadtteil Steele betreibt er einen kleinen Sexshop. Rolf, Spitzname Porno, hat in seinem Leben schon so einiges durch. Inklusive ein paar Jahre Knast. Aus unterschiedlichen Gründen, wie er sagt. Einfach so Sexshop, so noch so. Ich meine, es gibt ja noch coole Sexshops. Habe ich, eins Freund hat mir das erzählt. Ja. Ich bin zu den Bandidos gekommen über einen Freund, der ist auch bei den Bandidos, den habe ich zufällig getroffen.
Und da bin ich dann, hat er gesagt, komm mal Käffchen trinken und so. Dann bin ich Käffchen trinken gegangen. Und dann hat mir das so gut gefallen, auch diese Gemeinschaft. Das findet er gar nicht mehr. Ich bin ein alter Junge aus der Stadt. Früher gab es das auch noch, ne? Aber heute gibt es das nicht mehr. Ich kann ein Beispiel sagen, ich war im Krankenhaus. Da kam auf einmal früher, wie man eine Bypässe hatte, da kamen ein, zwei Freunde. Ne? Ja, und je länger dass man im Krankenhaus liegt, ne? Je weniger kommen dann. Und jetzt hier, ich hatte am Dickdarm eine Entzündung im Dickdarm. Da kamen auf einmal die ganzen Jungs, kamen, da ging das Herz auf. Ne? Da konntest du richtig spüren, diese Gemeinschaft und alles. Das ist wirklich schön. Und ich kann euch ein gutes Beispiel sagen. Maschinengewehr incoming. Das Wort Maschinengewehr. Ja. Das Ding ist, du musst natürlich auch gucken vor Porno, ob du dich vorher genug um deine Freundschaften gekümmert hast. Das muss man auch immer gucken. Klar, und ich muss dazu auch sagen, in den Clubs wird es manchmal auch befohlen, Leute zu besuchen oder Briefe zu schreiben im Knast. Also da habe ich, das ist immer eine schöne heile Welt. Das gibt es bestimmt irgendwo. Dass das auch eine Motivation der Leute selbst heraus ist, aber das kann auch vom Club beschlossen werden. So, jeder muss jetzt mal dem im Knast einen Brief schreiben. Morgen du, drei Tage später du, dann antworten, wieso hast du nicht vergessen, wieso gehst du nicht hin? Das ist nicht immer alles so aus der Motivation heraus und Porno, ich weiß nicht, wie du dich vorher auch um deine Freunde gekümmert hast. Du hast über dich selber nichts gesagt. Du hackst auf den anderen rum, ich weiß nicht, ob du alle mal besucht hast. Ohne Ansage kommt keine Sau, so ist das beim BMC. Ja, ist bei den meisten Clubs, ich kenne das. Die meisten haben sich dann vergessen, Briefe zu schreiben, es sei denn, der Club hat gesagt, so, jetzt zahl mal Geld ein, lass mal Geld sammeln und so weiter und der Club das beschlossen hat, ansonsten ist das doch alles, ist sehr oberflächlich, ne? Auch nur Freunde, solange du deinen Mitgliedsbeitrag bezahlst, ist einfach so. Ja, es wird aber ausgeblendet. Man ist im Tunnel dann, ne? Wenn ich vor einem Jahr, ne, den Löffel abgegeben hätte, dann kommt, meine Frau kommt zum Grab, die Tochter, der Enkel, vielleicht noch drei gute Freunde und dann ein paar Autos aus der Nachbarschaft, ne? Und dann wirst du eingescharrt, ne? Und dann war's. Kein Schwanz spricht mehr von dir. Ja, also wenn sowieso die erste Made aus dem Poppes klettert oder man schon verbrannt worden ist, ob du dann nachher in irgendeinem Clubhaus hängst, gone but not forgotten, weiß ich nicht. Weiß ich nicht, ob das Lebensziel ist, irgendwie in irgendeinem Clubhaus als gone but not forgotten zu hängen. Oder Leute kommen zu einer Beerdigung, die dich nicht kannten und die dir eigentlich auch sehr schnell Feinde werden können oder eigentlich auch sehr schnell scheißegal werden. Das hat aber nichts mit diesem Club zu tun, das ist bei den meisten Clubs. Ich habe es immer wieder gesagt, du kannst in den Clubs nicht mit allen befreundet sein. Ich weiß, man nennt sich alles Brüder, aber du bist selbst in einem Charter oder einem Chapter, bist du, wenn du da mit 12, 15 Leuten drin bist, gibt es Leute da drin, die du nicht mögen wirst. Und die dann, keine Ahnung, der, das ist jetzt dieser wieder so, dann kommen da auf einmal 500 Maschinen und zu meiner Beerdigung, ja. Ich bin sicher, wenn ich morgen den Löffel abgeben würde, ne, dann ist das eine Beerdigung, wo sie sagen, ey, da liegt der Porno, ne, und sprechen davon. Ne, diese Gemeinschaft alles. Das ist auch, man muss auch niedrige Arbeit machen, aber niedrige Arbeiten, die gehören dazu. Ich musste zum Beispiel im Clubhaus, da habe ich die Toiletten sauber gemacht. Ne? Das ist für mich selbstverständlich, weil das ist keine Erniedrigung. Erniedrigung kann man sich nur, wenn man sich selber erniedrigt. Und ich mache damit mit erhobenen Hauptes und dann die Arbeit, die müssen gemacht werden. Ende aus. Ja, muss. Schauspieler wäre er gern geworden, sagt er. Das wäre noch so ein unerfüllter Traum. Ansonsten hatte der 56-Jährige früher alles. Dicke Autos, teuren Schmuck und schöne Frauen. Das reizt ihn heute nicht mehr. Er ist seit 30 Jahren glücklich verheiratet und viel ruhiger geworden. Doch als Schauspieler berühmt zu werden, das wär's gewesen. Boah, immer dieses Rückblickende. Ich hatte früher alles. Das sind so Knastgespräche. Oh, das sind so Knastgespräche. Und ich will auch nicht alle immer über einen Kamm scheren. Aber ich kann es manchmal nicht mehr hören. Früher hatte ich alles. Hatte ich dicke Autos, Kohle. Was dann immer so übrig bleibt, ist dann irgendwie der Wasserkocher in einem kleinen verranzten Pornolädchen. Ne? Ich kann da aus Hamburg berichten, ja. Sie hatten früher alles, heute nichts, ja. Das ist einfach irgendwie. Sind so die Geschichten, die dann da übrig bleiben. Ich habe so wenige kennengelernt, bei denen dann auch irgendwas aus diesem Leben hängen geblieben ist.
Ja, das wäre es gewesen. Einmal zwei. Ja. Ich habe probiert. Was meinst du, wie viel mir am Set, wie ich so ein Komparse oder ich habe auch Sprecherrollen gehabt, kann ich dir mal zeigen, die mir gesagt haben, ich hätte einen Charakterkopf, das wäre der Ding. Aber alles nur Laberei. Da ist nichts rübergekommen. Ne? Wir waren in der Castingagentur in Bottrop, ne, die sagte auch, oh, wir machen. Ne? Ja, und dann stehst du, im Endeffekt bist du dann als Komparse bist du dann letzter Arschloch. Frust. Also, keine Ahnung. Was ist dann immer erwartet? Ich bin Charakterkopf, ich bin so cool, das und die Selbstwahrnehmung und ich und ist ganz schön viel bei sich, ne? Alle anderen doof. Stehst da wirklich 10 Stunden, um dann 5 Minuten da durch den Film zu laufen oder so, ne? Aber was tut man nicht alles, wenn man berühmt werden will? Man ist da wirklich so Panne und stellt sich da hin und lässt die Spielchen mit einem machen. Ne? Aber das wäre das Ding wert gewesen. Wenn ich manche sehe, die ja Rollen spielen, die haben von Tut und Blasen keine Ahnung. Die spielen dann knackig, verstehst du, und wissen, kennen die Sprache gar nicht. Ja, ist das so. Ne? Oder vor allen Dingen, was ich immer lustig finde, wenn sie auf Leute schießen und da kommt die Patrone fliegt niemals raus. Was ja normalerweise gang und gäbe ist. Da kommen sie damit mit so Dinger. Ne? Da muss richtig bum bum, da muss die Patrone müssen so rausfliegen. Ne? Oder wenn der. Ist ja einfach auch ein Sympathieträger, ne? Also tut mir leid, Porno ist einfach auch nichts, wo ich sage so, Mensch, wir haben gut connected, ich will mal gucken, Porno, was wir für dich machen können, ist einfach auch nicht so, wo ich sage, Mensch, das, ja. Ich war zum Beispiel dabei, wie einer erschossen wurde, ne? In Frankreich beim Zoll haben sie auf den geschossen, einen im Kopf, einen im Hals und einen hier. Da lief die Suppe so raus, wie ein Wasserkran. Also wenn du Wasserkran auftritt, bis der Druck nachlässt, dann wird das weniger. Ne? Und das ist mal bei dem Film heute, da haben sie eine Grütze, die haben die Murmel eingehauen, verstehst du, und da liegt da so eine kleine Pfütze. Ne? Da läuft alles aus. Ja, also hart, aber ist so. Ja, willst du jetzt ja selber mitspielen oder willst du Berater werden? Ja, Aber was wollen wir noch wissen? Ich muss zu meinem Club. Denn heute. Geil, circa tell him precise. Ich habe mal im Einzelhandel gearbeitet, da wollte mal einer einen Film zurückgeben, weil ihm das Blut nicht realistisch genug war. Ist ein wichtiger Tag. Die Essener Bandidos veranstalten den City Run. 500 Motorräder fahren in einem riesigen Konvoi durch die Stadt. Aus ganz Deutschland werden Bandido-Brüder erwartet. Aber auch befreundete Motorradclubs, die sogenannten Supporter. Bandido Billy ist voll mit der Organisation beschäftigt. Der Hintergrund der Sache ist, dass der Bandidos MC pro aufgetretenen Biker 2 Euro spendet im Kampf gegen Kinderpornografie. Ja. Weil wir sagen, das ist eine Sache, die einfach nicht geht. Die also auch bei uns ist Familie und Freundschaft heilig. Und da können wir nicht einfach zusehen, wie da gar nichts getan wird. Und wir haben gesagt, das ist eine wieder, das ist so alles so dieses. Wir tun ja was Gutes pro Moped 2 Euro. Besser als nichts immer, aber das ist für mich dann auch immer so Augenwischerei. Ne? Wir können nicht zugucken, wie nichts getan wird. Wir sind die, die was tun. Und immer dieses Reinwaschen, guck mal, wir tun ja was Gutes. Nur weil du dich gegen Kinderpornografie einsetzt, heißt noch lange, du kannst nicht im Drogenhandel aktiv sein, in der Zwangsprostitution, gewalttätig, Schutzgeld, Bedrohung, Erpressung, Mord, Totschlag, kannst du alles machen. Oder kannst du immer sagen, ja, aber ich habe doch da auch was für die Kinder. Was ist mit den Kinders? Da haben wir für die Kinder ein Taui. Da. Das mit der Prostitution, das ist ja das, dir Kinders. Hasse ich. Das ist genauso so wie, es gibt Beispiele, ich mache einmal im Jahr was richtig Cooles, Gutes für die Gesellschaft und die anderen 364 Tage im Jahr bin ich einfach ein Bastard und hänge auch mit Menschen rum, die kriminell sind. Tu Schlechtes, unterstütz Schlechtes. Neige selber zu sehr viel Schlechtem. Da gibt es ganz viele Beispiele in ganz Deutschland und dann einmal im Jahr, zweimal im Jahr machen wir eine Aktion für Kinder, für Alte, für irgendwas, weißt du, und dann das ärgert mich. Das ärgert mich, weil es so paradox ist und so doppelmoralisch ist, ne? Ganz gute Möglichkeit, sich zu engagieren. Naja, wie so ein Ablassbrief, aber funktioniert halt nicht, ne?
Der Zusammenhalt ist für die Bandidos das Allerwichtigste. Der Club ist für sie die selbstgewählte Familie. Und Blut ist immer dicker als Wasser. Für Billy und alle anderen kommt der Club immer an erster Stelle. Kein Job. Ja, eben noch Familiengesabbel, Kinder, Familie sind für uns ganz, ganz wichtig und so weiter. Muss man gucken, mal, wie dann das Familienleben ist, so wenn man so im Club ist und besonders wenn man am 1%er Club ist. Keine Ehefrau, nichts ist für sie so wichtig wie die Gemeinschaft der Bandidos. Ich sag zu denen. Mir wird ganz bei den Händen geben, bin ich raus. Ich krieg Gänsehaut, wenn ich nur drüber nachdenke. Keine Gänsehaut kriege ich, wenn ich Werbung mache. Denkt nochmal, falls jemand abonnieren möchte, den YouTube-Channel von meiner Marisa hier. Und ansonsten Dankeschön an den Support, den wir immer haben. Dankeschön mit Philipp 10, könnt ihr hier bei ZEC Plus was machen. Dann ist meine Gänsehaut auch gleich weg, wenn ich mir überlege, ich muss 500 Leuten die Hand geben. Da wird mir ganz schlecht. Dann auch hier alles zum Thema Barbecue, Beef Bandits und natürlich, wer das Buch noch nicht hat, der hat selber Schuld. Dankeschön. Also, Schüttelfrost ist weg. Leuten, die mit Bandidos gut rumrennen, Bruder. Egal auf welchem Erdteil und in welchem Kontinent. Und Familie erinnert man sich dran. Ne? Und das ist so. Ist ein Teil unserer Kultur, kann man sozusagen. Ne? White Widow, Dankeschön fürs Prime-Abo. Ehre geht raus. Ja. Man zofft sich schon mal in der Familie, das ist normal, aber im Normalfall. Wir haben einen Spruch, der kommt von drüben, von Amerika. Your brother isn't always right, but he's always your brother. Also mein Bruder hat zwar nicht immer recht, aber er bleibt immer mein Bruder. Also, das ist halt so, das stellt sich halt so dar. Das nehmt ihr auch wirklich ernst, das ist nicht nur ein Spruch. Nee, also ich nehme es sehr ernst. Und hier im Chapter. Oh, dass die Reaktion eben. Das war schwierig. ABT Dean schreibt, ich war 2013, 2015 im Streetclub der. Jade Bay Angels. Als wir im Vorfall an der Tür kamen, an der Diskothek und die Person rausgeschmissen haben, auf unsanfte Art, die Person stand 3 Tage mit Kumpels vor meiner Haustür. Keiner vom Club ist vorbeigekommen und hat mal geholfen. Keiner vom Club, das war das Aus für mich. Ich habe auf Polizei gebaut, den Club verlassen. Alles falsche Freunde, scheiß Clubleben. Mit Marisa direkt abonniert, Ehre geht raus. Bei diesem Spruch müsste man die Reaktion im Gesicht sehen. Und ich nehme das sehr ernst. Viele andere dann wahrscheinlich nicht. Guckt euch die Reaktion mal an. Ich weiß nicht, wie ihr das fühlt. Egal auf welchem Erdteil und in welchem Kontinent. Und Familie erinnert man sich dran. Ne? Und das ist so. Ist ein Teil unserer Kultur, kann man sozusagen. Ne? Ja. Man zofft sich schon mal in der Familie, das ist normal, aber im Normalfall. Wir haben einen Spruch, der kommt von drüben, von Amerika. Your brother isn't always right, but he's always your brother. Also mein Bruder hat zwar nicht immer recht, aber er bleibt immer mein Bruder. Also, das ist halt so, dann stellt sich halt so dar. Das nehme ich auch wirklich ernst, das ist nicht nur ein Spruch. Nee, also ich nehme es sehr ernst und hier im Chapter sehen wir das alle so. Aber schöner Spruch, aber für mich nicht glaubwürdig. Und your brother isn't always right, but he is always your brother. Brother? Alter, Digga, ich mache jetzt schon hier Englisch nach. Wenn so ein Club-Pre-Ticket und interner um rausschmisse und sonst irgendwas, schwierig, ne? Immer mehr Motorräder donnern über die Wüstenhöfer Straße. Der Club hat mit rund 400 Bikes gerechnet. Doch am Ende werden es fast 500 sein. Diese Veranstaltungen sind offenbar bei den Bikern beliebt. Präsident Martin kümmert sich jetzt persönlich darum, dass alle Motorräder vernünftig geparkt werden. Denn das war eine Auflage der Behörden. Die steht richtig, da geht nicht mehr. Das Ding kann nach vorne ein bisschen mehr. Warte. Das Ding. Das Teil hier ein bisschen nach vorne schieben. Das war eines, glaube ich. Viertel vor eins. Um 15 Uhr geht's los. Der City Run durch Essen. Die 500 Biker fahren in einem riesigen Korso durch die Innenstadt der Ruhrmetropole. Angeführt von der Essener Polizei. Denn in der City müssen einige Straßenkreuzungen abgesperrt werden. Ein Rockerkorso mit Eskorte durch die Staatsgewalt. Das hat es in Essen bisher auch noch nicht gegeben.
Hat die Polizei auch wieder abgeschafft. Wird es so nicht mehr geben. Nach gut 40 Minuten ist der Cityrun durch Essen vorbei. Über 1000 Euro sind dabei für die Initiative gegen Kinderpornografie zusammengekommen. Clubpräsident Martin zieht eine positive Bilanz. Ja, hat alles gut geklappt. Keine Unfälle gegeben. Sehr viele Leute da gewesen. Man kann auch unzufrieden sein mit der ganzen Sache. Ja, da sprudelt aber die Euphorie aus jemandem raus, ne? Da sprudelt es aber raus. Ja, das Kundenverbot gibt es auch. Das ist eine Doku aus 2008. Am nächsten Morgen kümmert sich Billy um eins der zentralen Dinge im Bandido-Leben, das Motorrad. Billy will sich vergrößern und hat eine Verabredung mit Händler Bernd Luther in Remscheid. Ich habe mich jahrelang dagegen gewehrt, weil das also nicht unbedingt der typische Rocker-Motorrad ist. Nicht wirklich. Aber mittlerweile fahren mehrere Kollegen von mir die Dinger und die steigen ab nach 500 Kilometer und machen Party. Ja, und ich steige von meiner ab und brauche einen Orthopäden. Ja, du hast in dem Ding auch den Big Twin Motor drin, den Twin Cam 96. Ja. 96 Cubic Inch, 1584. Das war keine Road King, ne? Was ist eine Road King? Boah, ich bin raus aus dem Game mittlerweile, Motorräder. Sanfusch, grüß dich. Eine Road Glide, ja. Genau, die Road King ist nochmal die eine Road Glide, ja. War mal so ein bisschen verpönt, aber hat sich dann auch geändert, dass alle nachher mit Schild gefahren sind und sonst was, Road King, Road Glides gekauft haben und so weiter. Man muss es einfach sagen, mit dem Schild vorne fährst du natürlich, du fährst bedeutend entspannter. Also wenn du ein Ape fährst oder sonst was, wenn du da einen Windfang bist und du fährst auf der Autobahn 120, 130 oder so, das drückt, ne? Da bist du echt kaum. Wenn du da auch nur 300, 400 Kilometer fährst, selbst 200, 300 Kilometer, ist einfach mega anstrengend. Fährst du noch Motorrad? Nein. Es sei denn, wenn jetzt alle 342 Zuschauer Prime subben, dann habe ich die erste halbe Rate zusammen. Nein. Ich hab andere Dinge in meinem Leben, die mir wichtiger sind. Nein. Kubik Hubraum, also knapp 1,6 Liter. Da hast du natürlich auch ausreichend Drehmoment. Ja, die Night Rod, die bin ich nur mal ganz kurz gefahren. Toni schreibt gerade, die Night Rod war, ich fand die auch optisch mega hässlich. Besonders die silberne Version, die, ich weiß gar nicht mehr, wie die hieß. Und die schwarze war ja mal so eine Zeit lang so in. Die war fürchterlich. Genau, und zum Tourenfahren auch schön bei den Modellen, jetzt seit 2007 Sechsganggetriebe. Das ist natürlich schön. Also auch wenn du gerade sagst, wir fahren... Ja, die Street Rod, genau, die war ganz furchtbar, das ist so. In die Alpen oder so, dann... Immer eine vernünftige Übersetzung, ne? Mit der richtigen Übersetzung direkt am Start. Ja, da hast du natürlich... Also das wäre genau so ein Fachgespräch wie mit mir beim Motorradhändler. Das Sechsgang. Ja, gut, das ist gut für die Kurven und Berge und runter. Und dann ist der Motor und Hubraum. Ja. Und was ist das hier vorne? Das ist das Motorrad. Ach so, habe ich nicht gleich erkannt. Ja, also so ein Fachgespräch mit mir, über Motorräder. Digga, fahr doch nur zum Motorradhändler, wenn du auch weißt, was du da faseln willst. Tut mir leid, schick irgendjemand hin, der irgendwie Bock hat auf Motorräder. Aber einfach nur. Natürlich eine schöne Verkleidung vor. Du hast bei dem Motorrad ein Radio mit drin. Ja, und dann ist natürlich ganz wichtig. Oh, das ist natürlich. Also, hat das Klima. Dinge, die die Welt nicht braucht, aber... Harman-Kardon-System, also auch vom Feinsten, ist bei dem Fahrzeug serienmäßig. Nun gut, also das wäre jetzt nicht unbedingt der Kaufgrund für mich schlechthin, da der Ding ein Radio hat, aber... Ja, ich habe da noch mal eine Frage zu was, jetzt bin ich gespannt. Wenn es dabei ist, ist es halt dabei, ne? Ja, gar kein Thema, ne? Tja, das wäre also jetzt eine Gebrauchte auch. Das ist eine Gebrauchte. Ich wäre genauso ums Motorrad rumgegangen. Jetzt gucke ich mir das Ding nochmal von der anderen Seite an. Hast du noch eine Frage zu irgendwie technischen Details, Philipp? Gibt es dazu auch eine passende Bauchtasche? Ja. Digga, keine Ahnung. Ja, wichtig ist nur, dass der Tank für die Blinkerflüssigkeit groß ist. Ist so. Fußrastenheizung. Genau, das ist auch eine 2008er, hat einen Vorbesitzer, das ist erste Anti-Maschine und hat fette 1200 Kilometer gelaufen. Doch so viel. Ja, waren viel Fahrer. Ja, da komme ich glaube ich im Monat drauf, wenn ich mich zurückhalte im Sommer. Das wäre dann eine Road King. Das wäre eine Road King.
Bei der Road King hast du im Grunde genommen all das, was du bei einer E-Glide auch hast. Unterschied ist jetzt eben einfach, du hast nicht die Hartschalenverkleidung an, sondern du hast eine Windschutzscheibe. Die man zur Not sogar noch abmachen kann. Abmachen kann. Nicht nur zur Not, das ist auch noch ein super System bei Harley-Davidson. Die sogenannten. Gibt es das auch mit Dach? Ein 7-8 Motorrad. Ihr seid wieder gut drauf. Oh. Tapschutzparts, ja, du hast das Ding also wirklich mit einem Handgriff. Das kann sogar ich. Runter, ne? Jeder Bandino fährt Harley. Das ist eine Pflicht. Du wirst also kein Bandino, ohne dass du eine Harley hast. Das ist eine Grundvoraussetzung. Du musst also Harley fahren. 22.000 Euro soll die Vorführmaschine, eine Road King, kosten. Dann kommen noch etliche Euro für Umbauten obendrauf. Kein Bandido fährt ein Motorrad von der Stange, auch Billy nicht. Ja, das Zusammenspiel läuft eigentlich. Ne? Man fühlt sich sofort wohl auf dem Ding, ne? Sitzt vernünftig. Wie gesagt, der Lenker, den würde ich umbauen. Aber ansonsten bin ich da sehr begeistert von. Buell war auch mal erlaubt, war auch bei den Hells Angels erlaubt, aber Buell gibt es doch gar nicht mehr, oder wurde Buell neu aufgelegt? Die wurden doch auch dann irgendwann eingestampft, oder? Buell kennt, glaube ich, kaum einer mehr. Ich glaube, Buell ist doch dann insolvent gegangen, oder? Und verabschiede dich schon mal von deinem jetzigen Motorrad. Billy muss wieder zurück zum Club, denn die Essener Bandidos veranstalten zum ersten Mal den Germany Run. Eine Fete, bei der das Erscheinen für alle deutschen Chapter Pflicht ist. Billy und sein Bandido-Bruder Dirk gehören zum Organisationsstab. Digga, Billy ist auch nur unterwegs. Was war der nochmal vom Beruf? Wir geben uns Mühe. Wir müssen den Leuten ja ein bisschen was bieten. Es kommen ja auch nicht wenige. Wir rechnen also so mit 1.500 Leuten. Und hier sehen wir die Vorbereitung, die ersten. Und morgen geht es schon weiter. Und am Donnerstag ist dann hoffentlich der Aufbau durch. Und dann warten wir auf die Leute, die da kommen. Viel Zeit haben die Jungs nicht mehr. Es müssen mehrere Bühnen und Stände aufgebaut werden. Präsident Martin und sein Chapter sind die Ersten, die diese Riesenparty ausrichten. Sie wollen, dass alles perfekt ist. Micha, in einer Viertelstunde kommt der LKW. Kannst du dann allen Leuten einmal Bescheid sagen, auch hinten hier den Taliban von uns und so, dass wir in einer Viertelstunde uns hier treffen, dann einmal LKW. Danke, Micha. Die Party ist für alle Chapter aus ganz Deutschland ein Pflichttermin. Bandido Dirk betreibt eine Firma für Veranstaltungstechnik. Daher kennt er sich gut mit Planung und Organisation aus. Ja, das, was ich gerade auf der, ich weiß nicht, ob ich dann so eine Fahne hätte drucken lassen, so ein Banner drucken lassen mit den ganzen Bandido-Niederlassungen, weil das Plakat musste man sehr häufig neu drucken. Die weg, die rüber gewechselt, die aufgelöst, die keinen Bock mehr. Weiß ich nicht, ob man da nicht lieber eine Kreidetafel genommen hätte. Weiß ich nicht. Muss man, wäre wahrscheinlich irgendwie ein bisschen einfacher gewesen, als immer wieder alle 4 Wochen ein neues Banner zu bestellen. Jetzt muss alles zack, zack gehen. Alle, die nichts zu tun haben, kommt direkt mit dir. Ingo, Taliban, komm. Während der Bühnen-LKW auf... Ingo Taliban ist einfach für mich immer noch Highlight der Doku. Ausgeladen wird, kommt der Sand für die Beachbar. Und wieder fällt auf, die Arbeiten erledigen die Prospects, also die Bandido-Anwärter und die Caballeros. Sie sind der sogenannte Supporter-Club der Essener Bandidos. Die Mitglieder fühlen sich den Bandidos eng verbunden, sind aber keine Vollmember. Digga, wenn ich eins scheiße finde, ne? Hat jetzt echt nichts mit der Doku zu tun, ne? Aber der Sand wird mich verrückt machen. Ich bin froh, ich meine, ich wohne an der Küste, ne? Ich bin froh, wenn ich den scheiß Strandsand immer nicht in meinen Schuhen habe, in den Socken und sonst was. Und dann fahre ich auf irgendeinen Parkplatz, wo sonst irgendwie, keine Ahnung, was getrieben wird. Und dann latsche ich mit meinen neuen Sneakern als Biker irgendwie durch fake aufgekippten Sandstrand, muss dreimal die Schuhe auskippen, ist so eine Sache, die kein Mensch braucht. Oder bin nur ich, der wieder so fühlt, der so negativ heute Morgen eingestellt ist? Ja? Ach, also, wenn ich einzig brauche, ist das Beachbar-Sand. Schön leichter Wind und der ganze feine Sand auf die Harleys. Ein Traum. Die 1%er Bandidos sind hier die Chefs. Ich hab gesagt, da oben die Reklame wird schwarz abgeklebt. Ja. Dann machen wir zuerst, weil dann steht nämlich das Schild davor.
Gut. Lebe ich hier aus. Wow. Die Bandidos wollen sich ganz bewusst von den sogenannten Otto Normalos abgrenzen. Durch ihr Aussehen, ihre Regeln und ihren Ehrenkodex. Eines wollen sie auf keinen Fall sein, Spießer. Wir gehen auch einen ganz normalen Job nach, wir haben einen ganz normalen 8-Stunden-Tag. Nur ab da, wo wir Feierabend haben, da leben wir anders, wir haben andere Prioritäten. Uns nützt da nichts, wenn unsere Konten voll sind und sowas. Wir leben. Bandido bin ich nur 16 Stunden am Tag. Bandido bin ich nur 16 Stunden am Tag. Oder wenn ich schlafe, bin ich auch kein Bandido. Auf Arbeit bin ich kein Bandido. Nach Feierabend bin ich Bandido. Ja. Weiß ich nicht. Was nützt uns schon ein volles Konto? Also, ich muss dazu sagen, Der ein Drittel Bandito, man kennt es doch, der ein Drittel Bandito. Und was nützt uns ein volles Konto? Also ich muss Bandito als Teilzeit oder 54 Euro Job. Ja. Und was nützt uns ein volles Konto? Also ich habe sehr viele in den großen Clubs kennengelernt, bei denen ging es sehr, sehr wohl um ein gut gefülltes Konto. Also Geld war schon ein Thema in den großen Clubs und auch bei allen 1%ern und auch bei uns. Geld war schon ein großes Thema. Wer das nicht zugibt, da tue ich mich sehr schwer mit. Jetzt, weil wir wissen nicht, wie lange wir leben. Fertig. Das weiß ja keiner. Ja eben. Wir genießen aber das jetzt einfach mehr. Nach dem 8-Stunden-Job. Wer sagt denn, dass andere nach 8-Stunden-Job nicht auch genießen können? Quasi ein 0,3%. Ein Drittel Prozent. Ja, Toni gibt auch zu der Bandido-Struktur und Wage, gebe ich sofort zu, ging bei uns nur ums Geld. Ja. Oh, Gott. 1% als Ehrenamt, so ein Ding ist das. Ah, wir lassen uns nicht ganz so in Form stecken wie Otto Normalos. Aber wir haben andere Formen. Wir haben schon Formen, aber die Formen sind nicht vom Staat vorgegeben. Nee, die sind enger. Ja, wir bestimmen unsere Formen schon selber. Das macht uns anders und das macht unser Leben interessanter. Ja, wir kommen mehr rum, wir sehen mehr von der Welt. Aber wir leben jetzt. Ja, dieses so, ich spare jetzt 20 Jahre und dann kaufe ich mir Mercedes. Ich weiß nicht, was das in 20 Jahren. Ich will jetzt Spaß haben und ich will jetzt leben. Manchmal muss man auch überlegen, wen man vor die Kamera stellt. Ne? Ist einfach nicht böse gemeint, aber manchmal muss man auch überlegen, wen stellt man da hin. Ne? Habe ich auch mal gesagt, oh, Digga, willst du nicht doch den Prospects draußen helfen, mit ein bisschen aufbauen? Ne? Und komm, dann kannst du deine Sonnenbrille auch aufbehalten, geh mal bitte raus. Ist einfach so. Ne? Für den Germany Run haben die Bandidos extra einen Zeltplatz in Gelsenkirchen gemietet. Alles ist fertig und die Party kann losgehen. Fehlen nur noch die Mitglieder aus den anderen deutschen Chaptern. Und die kommen. Pünktlich. Jetzt muss alles wie am Schnürchen klappen. Bandido Billy teilt die Prospects, also die Bandido-Anwärter aus ganz Deutschland zum Arbeiten ein. Denn richtig feiern werden heute nur die echten 1%er Bandidos. Normalerweise gibt es eine Ansage für alle Prospects bei so einer Veranstaltung. This is not your party. Guck jetzt mal mit dem Bierklapp. Das ist halt schon eine coole Ansage. Fühle ich, muss man sagen, hat man den Prospects und Hängern auch wirklich gesagt, das Supportclubs, this is not your party. Ne? Denk dran, das ist schon irgendwie lustig. Aber ist einfach ein riesen Verwaltungsakt. Ne? Sieht aus wie so bei so einem kleinen Festival hinter, ja. Dubili kontrolliert persönlich, ob alle Prospects und Supporter ihre Arbeit vernünftig machen und genug Helfer eingeteilt sind. Lobby ist da, Philipp ist da, Wolfgang Schotter. Ja. Die Organisation ist straff und lückenlos. Es wird nichts dem Zufall überlassen. Mir ist egal, im Endeffekt, wie ihr die Einteilung macht. Ich will nur, dass das klappt. Klappt das nicht, kriegt die ganze Bagage, die auf dem Zettel für den einen zwischen die Hörner. Das mache ich nicht an einer Person fest. Ihr regelt das untereinander. Wenn einer gar nicht kommt oder so, will ich darüber Bescheid wissen. Das ist was anderes, aber das kann ich mir nicht vorstellen. Nein, zu seinem National Meeting oder so, da durfte nicht jeder hin. Das war dann nur für Bandidos und Support und Hänger, Prospects und so weiter. 1500 Bandidos, Prospects und Supporter aus den insgesamt 47 deutschen Chaptern sind zum Germany Run nach Gelsenkirchen gekommen.
Dazu auch noch etliche Bandido-Brüder aus dem Ausland. Tradition bei solchen Gelegenheiten, das große Gruppenfoto. Das war das Gruppenbild war damals auch in der Biker News drin, ne? Die war in der Biker News. Ist so. Erinnere ich mich an das Foto. Erinnere ich mich dran. Dadab. Genau, so ungefähr. Und dann geht's los. Zwei Tage lang wird gefeiert, gut gegessen und getrunken. Randale, Prügeleien, Polizeieinsätze, Fehlanzeige. Auch die beiden Sanitäter Norman und Jens haben schlicht nichts zu tun. Wir hatten Angst, hier hinzufahren. Wir hatten schon, ja, wir hatten gedacht, mein Gott, ich sag, wenn Notfall ist, Türen zu, Polizei, Feuerwehr. Aber im Gegenteil. Also wir haben noch nie so viel Gastfreundschaft erlebt, ehrlich. Also die Leute kommen auf uns zu, sind freundlich, wie geht's euch, was macht ihr so und habt ihr Spaß hier? Geben auch mal was zu trinken aus und so weiter. Das, also da ist jedes Schützenfest schlimmer, ganz ehrlich. Ja, also das muss man auch sagen, dass die Disziplin bei den großen Treffen und bei den kleinen Treffen ist einfach, weil die Clubs sich um alles selber kümmern. Jeder weiß, wenn man da einen harten macht, da disziplinieren sich die Clubs selber. Da wird sich auch um alle gekümmert, also ob Sanitäter oder sonst irgendwas, die da sind, Gäste und helfen, dass die Kosten Logie frei haben, bewirtet werden, die werden Getränke gestellt, Essen gebracht und so weiter. Also von daher, da kann man wirklich nichts sagen. Also das ist so, da braucht man dann auch keine Polizei. Da geht es eher so darum, dass von außen keine Störenfriede kommen und so. Und das ist ganz sicher, dass jedes Volksfest schlimmer ist, was Prügelei und Rangeleien angeht. Also da haben wir schon wesentlich schlimmere Sachen erlebt. Schlägereien, alles. Aber hier gar nichts. Wenn hier einer ein bisschen rumpöbelt, der wird ganz unauffällig zur Seite genommen. Danke, Berger. Ist Ruhe. Auch am Abend wird friedlich weitergefeiert. Ganz wichtig, die Versteigerung von Sachspenden für die Bandido-Brüder im Knast. Denn in der Bandido-Familie lässt man niemanden im Stich, sagen sie. Ja, klingt schön. Klingt schön. Ich habe eine Geschichte aus der JVA Bützow 2011. War ich mit jemandem inhaftiert, die bei uns am Clubhaus waren, wo die Bandidos bei uns am Clubhaus waren. Da gab es, kommen wir noch in der Story zu, da gab es morgens fast eine Hauerei, weil dann eine Frau von uns angepöbelt worden ist, haben die dann aus dem Clubhaus geschmissen. Dann habe ich ihn irgendwie 6 Monate später im Knast getroffen, da saß ich schon im Knast. Ist dann auch inhaftiert worden, ist dann auch nicht so richtig in die Hofrunde rausgegangen, weil er Angst hatte. Bützow war natürlich, JV Bützow war in Hells Angels Gebiet, wo ich dann auch gesagt habe, komm runter, wir haben am Fenster gesprochen. Und ich habe ihn dann gefragt, braucht er irgendwas, weil im Knast hält man zusammen, farbenunabhängig. Ich habe ihm gesagt, was brauchst du denn? Er sagt, ich habe gar nichts. Ich sage, was brauchst du? Tabak, Schokolade, eine Cola oder sonst irgendwas. Ich war ja gut ausgestattet, weil ich immer von Berlin hin und her gereist bin. Und in Berlin konnte ich die Woche 200 Euro ausgeben, Einkauf. Habe ihn dann mit allem unterstützt, sollte ich dann mal alles zurückbekommen, wollte sich dann irgendwie mal groß bedanken bei mir und so weiter. Und als wir Hofrunde gelaufen sind, hat er dann auch zu mir gesagt, naja, ich habe von den eigenen Brüdern noch gar nichts bekommen. Die haben weder Geld eingezahlt noch irgendwas bekommen. Story aus dem Real Life, ne? Kein Prospekt, kein Hänger. War zu dem Zeit auch schon Probationary, also Bandido auf Probe, ne? Ja. Martin, Präsident der Essener Bandidos, ist vollauf zufrieden. Einmal sieht man alle Brüder auf einer Stelle. Man kommt zusammen, hat eine schöne Nacht oder mehrere Nächte, die interessant werden. Man macht für das allgemeine Publikum eine schöne Geschichte, dass sie den Club kennenlernen können, Kontakt schließen können zu uns. Also eigentlich war die Hauptziele bei dieser Geschichte. Also war doch eine öffentliche Veranstaltung? Bei allem Feiern. Oh, hier, Jannis. Jannis. Da hatte sich das aber bald mit Jannis erledigt. Der hat seinen Charter in Jena, werden wir auch bald was zu machen, seinen Charter in Jena ja sehr speziell geführt. Genau. Ist nach meiner Meinung heute noch eine sehr spezielle Person im Internet. Ich weiß es nicht. Leute haben mir das auch immer mal vorgeschlagen, aber ja. Auch das Andenken an die verstorbenen Bandido-Brüder spielt im Selbstverständnis der Rocker eine große Rolle. Auf der Party gibt es dafür extra ein Gedenkzelt. Ja, da will Porno halt auch hängen, ne? Ja. Ich finde, das ist eine ganz wichtige Geschichte und das ist sehr, sehr gut. Und das zeigt auch eigentlich auch anderen Leuten, die mit dem Club oder mit dem MC nichts zu tun haben, dass wir unsere verstorbenen Brüder, genauso wie die Leute, die für uns im Gefängnis sind. Scheiße, da ist die Doku zu Ende. Ich weiß nicht, warum die da zu Ende ist. Muss ich mal gucken, ob wir dazu noch was finden. Das tut mir leid, Leute. Hä, Digga, was ist los hier? Zum ersten Mal in Deutschland lässt der sonst so verschlossene Bund...
Ich weiß nicht, warum da zu Ende ist. Sorry, ich habe gedacht, da ist die ganze Doku drauf. Das muss ich mal gucken, wie viel Rest da noch ist. Falls jemand den zweiten Teil der Doku findet, sagt mir das irgendwie Bescheid. Dankeschön an alle, die mit dabei sind. Ich bin jetzt gleich auf dem Weg zu meinem Freund Klaus Grillt und ich muss mich da auf den Weg machen. Da bleibe ich einen Tag. Freue mich, ihn wieder zu treffen. Ich freue mich über die Mods und die alle, die hier mit dabei sind, die immer den Input machen. Dankeschön an alle, die mit Amazon Prime abonnieren, Kanalmitgliedschaft bei YouTube, wenn es da wieder hingeht. Gibt ganz unterschiedliche Wege, unsere Arbeit zu supporten, wenn ihr Lust habt. Wenn nicht, dann nicht. Alles ist gut, so wie es ist. Ich bedanke mich auf jeden Fall für eure Zeit und dass wir auf dieser Reise mit dabei sind und dass wir den einen oder anderen abhalten können, vielleicht in kriminelle Milieus zu rutschen, in den Extremismus zu rutschen. Wollen wir mal versuchen, dass das nicht so ist oder dass der ein oder andere motiviert wird, doch da rauszugehen und sich doch richtig um seine Familie und sonst irgendwas zu kümmern. Also vielen lieben Dank und ich verbleibe wie immer mit einem Ahoi von der Küste.